Was wissen wir wirklich über unsere Vergangenheit? Vergangenheit. Leiden wir an einem kollektiven Gedächtnisverlust? Gedächtnisverlust. Wer sind wir wirklich? Woher kommen wir? Woher kommen wir? Gab es noch vor weniger als 500 Jahren eine technisch hochentwickelte, weltweit vereinte Zivilisation auf unserem Planeten? Sind Sternenstädte die Überbleibsel dieser vereinten Zivilisation? Gab es einen Reset, der große Teile unserer Vergangenheit, unseres Wissens und unserer Kultur vernichtete? Nichts ist, wie es scheint. Nichts ist, wie es scheint. Es wird Zeit, dass wir uns wieder erinnern. Was wissen wir wirklich über unsere Vergangenheit? Was, wenn alles anders war, als uns immer erzählt wurde? Gab es noch vor weniger als 500 Jahren eine technisch hochentwickelte, weltweit vereinte Zivilisation auf unserem Planeten? Sind Sternenstädte die Überbleibsel dieser vereinten Zivilisation? Sternenstädte eignen sich kaum für Verteidigungszwecke. Zerbrach diese Zivilisation im Zuge eines Kataklysmus in einzelne Teile? Gab es einen Reset, der große Teile unserer Vergangenheit, unseres Wissens und unserer Kultur vernichtete? Waren die Industrialisierung, der Aufbau der Zentralbanken, des Schuldgeldsystems und des politischen Systems der Scheindemokratie eine Folge dieses Resets? Sind die Weltreligionen als Mittel zur Manipulation in die Welt gesetzt worden, nachdem die vereinte Zivilisation zusammengebrochen war und sich unvorstellbares Leid über die Erde legte? Handelt es sich einfach nur um Heil- und Erlösungskulte als Reaktion auf das erlebte Ende der Welt? Plasma, electric and magnetic lab where he's produced many of the geological forms seen on Earth, Mars and the Moon. Warum ist das Tartarische Reich von den Landkarten und aus unserer Erinnerung getilgt worden? Ist Pompeji in Wahrheit erst bei dem Ausbruch des Vesuvs im Jahr 1631 verschüttet worden, wie der Forscher Andreas Tschurilow behauptet? Warum sprechen die Inschriften an den Wänden und Häusern in Pompeji von einem Krieg Roms gegen das freie Italien? Wenn Pompeji erst vor 400 Jahren unterging, warum gab es in der Stadt keine Kirche oder andere christliche Symbolik? Sind Höhlenmalereien einfach moderne Fälschungen mit dem Ziel, die Evolutionstheorie als Fakt zu etablieren? Wieso halten die Höhlenmalereien angeblich Tausende von Jahren, nur um kurz nach der Entdeckung zu verfallen, sodass viele Höhlen für Besucher permanent geschlossen werden? Wieso wurden die ersten Höhlenmalereien erst entdeckt, nachdem die Evolutionstheorie in der Wissenschaft fest verankert war? Bis 1878 waren Höhlenmalereien der Menschheit komplett unbekannt, bis ein Mitglied der einflussreichen spanischen Santander-Familie diese in einer Höhle auf seinem Grundstück in Altamira entdeckte.
tatsächlich hielten damals die meisten Gelehrten die Malereien in der Altamira-Höhle für eine Fälschung der Darwinisten. Warum wies die Architektur vor dem 20. Jahrhundert weltweit die gleichen Prinzipien auf? Die Strukturen der alten Welt fußen auf Prinzipien, die wir heute als römisch-griechische Architektur bezeichnen. Wurde mit der industriellen Revolution nur technologisches Wissen wieder eingeführt, welches wir schon lange vorher besaßen? Wieso explodierte das Wissen der Menschheit im 19. Jahrhundert, nur um seitdem zu stagnieren? Abgesehen von Computern und dem Internet gab es seit 100 Jahren keinen fundamentalen Durchbruch mehr in der Forschung. Welche Rolle spielen die Weltausstellungen bei der Einführung vergessener Technologie? Warum fuhren die Weltausstellungen alle große Verluste ein, obwohl sie angeblich von knallharten industriellen Räuberbaronen aufgebaut wurden, denen es doch eigentlich nur um Gewinn ging? Mysteriöserweise wurden die imposanten klassizistischen Gebäude der Weltausstellungen allesamt abgerissen. Auch das war ein Verlustgeschäft. Aber vielleicht wurden diese Gebäude für die Expos gar nicht neu gebaut, sondern entstammten der alten Welt. Und es ging darum, diese Überbleibsel der alten Welt mit einem geeigneten Vorwand zu vernichten. Warum wurden Millionen von Waisenkindern gegen ihren Willen von der Kirche in die neue Welt verschleppt? Was ist in Europa passiert, dass Millionen von Familien zuließen, dass ihnen ihre Kinder gestohlen wurden? Warum wurde erst im 19. Jahrhundert damit begonnen, systematisch Irrenhäuser einzurichten und wieso wurden politische Dissidenten und vermeintlich psychisch Kranke gleichermaßen dort eingesperrt? Warum weisen diese Irrenhäuser dieselben architektonischen Prinzipien auf, die wir aus der alten Welt kennen? Wurden auch hier die imposanten Gebäude der alten vereinten Zivilisation zweckentfremdet als Gefängnisse für jene, die Widerstand gegen die neue Ordnung leisteten? Auch diese Irrenhäuser sind mittlerweile fast alle abgerissen worden. Wirtschaftlich macht das keinerlei Sinn. Waren die Irrenhäuser nur die konsequente Weiterführung der kirchlichen Inquisition und Hexenverfolgung? Wie lange hat es gedauert, die letzten Bewahrer des alten Wissens auszulöschen? Heißen Freimaurer Freimaurer, weil sie die Architektur der alten Welt als ihr eigenes Werk ausgeben? Freimaurerei gleich kostenlose Maurerei? War der Kolonialismus und der Imperialismus der Spanier, Portugiesen und Briten nichts weiter als ein gnadenloser weltweiter Raubzug, um die Überreste der alten Welt zu zerstören und sich einzuverleiben? War der Bürgerkrieg in den USA in Wahrheit ein Krieg zwischen dem vom Vatikan unterwanderten Norden der USA gegen die freiheitsliebenden Südstaatler, die sich weigerten, ihre wahre Vergangenheit zu verleugnen? Waren der Kommunismus und die zwei Weltkriege zwei Seiten derselben Medaille, um die noch übrig gebliebene Kultur der alten Welt in Europa auszulöschen? Symbolisiert
symbolisiert die biblische Schlange den Urfeind der Menschheit, eine uns feindlich gesinnte, nichtmenschliche Rasse? Gab es einst eine einheitliche Sprache auf der Erde? Steckt hinter dem Jahr ohne Sommer 1815 und 16, dem New Madrid-Erdbeben von 1812 und dem großen Komet von 1811 dasselbe Ereignis? Warum taucht Napoleon genau zu dieser Zeit auf und zerstört angeblich halb Europa? Gab es Napoleon überhaupt oder gehen die Zerstörungen auf einen Kataklysmus zurück? Warum sehen wir auf Gemälden des 17. und 18. Jahrhunderts zerstörte und entvölkerte Städte? Warum mussten einige Städte von einer meterhohen Erdschicht befreit werden? Neutrinos? Das sind doch Geisterteilchen. Das sind die Geisterteilchen unter den Elementarteilchen. Wurde die moderne Wissenschaft, insbesondere Physik, Astrophysik, Archäologie, Evolutionsbiologie und Geologie, nur geschaffen, um uns in einem geistigen Gefängnis zu halten? Warum werden die Menschen immer kränker? Wurde uns der größte Teil des echten Wissens gestohlen? Ist der Mythos der Sintflut eine letzte Erinnerung an ein Ereignis, welches die alte Welt vor weniger als 500 Jahren auslöschte? Gab es Riesen auf der Erde? Haben wir sie als Götter verehrt? Haben sie uns geheimes Wissen über Architektur, Medizin, Astronomie und unsere Herkunft gelehrt? Sind Sie die Schöpfer der Sternenstädte, der komplexen Kanalsysteme und Gittermuster, die überall auf dem Planeten zu finden sind? Vielleicht war die Erde ein gigantisches Terraforming-Projekt. Wurde freie Ätherenergie ersetzt mit aufwendiger Energiegewinnung aus begrenzten Ressourcen, um die Menschheit zu versklaven? Dienten Sternenstädte der Energiegewinnung und dem energetischen Schutz vor unseren Feinden? Welche Rolle spielen Frequenzen bei der Erschaffung der hochkomplexen Sternenformen? Leiden wir an einem kollektiven Gedächtnisverlust? Ist die Geschichte nichts weiter als eine künstliche Matrix sich wiederholender Ereignisse, geschaffen mit dem Zweck, unser wahres Potenzial zu unterdrücken? Wer profitiert davon, die Menschheit klein zu halten? Wer sind wir wirklich? Woher kommen wir? Finden wir in Geschichten und Mythen mehr Wahrheit als in den Lehrbüchern und Konzepten, die die Wissenschaft hervorgebracht hat? Enthalten die alten Mythen Bruchstücke unserer kollektiven Erinnerungen, die wir in unserer Amnesie nicht als solche erkennen können? Ist unsere heutige Welt so kalt und lebensfeindlich, weil wir einen Teil von uns selbst verloren haben? Nichts ist, wie es scheint. Es wird Zeit, dass wir uns wieder erinnern.
Was wissen wir wirklich über unsere Vergangenheit? Leiden wir an einem kollektiven Gedächtnisverlust? Gab es noch vor weniger als 500 Jahren eine technisch hochentwickelte, weltweit vereinte Zivilisation auf unserem Planeten? Wieso explodierte das Wissen der Menschheit im 19. Jahrhundert, nur um seitdem zu stagnieren? Welche Rolle spielen die Weltausstellungen bei der Einführung vergessener Technologie? Mysteriöserweise wurden die imposanten klassizistischen Gebäude der Weltausstellungen allesamt abgerissen. Nichts ist, wie es scheint. Es wird Zeit, dass wir uns wieder erinnern. Kollektives Gedächtnis. Und nun steht der mythenlose Mensch ewig hungernd unter allen Vergangenheiten und sucht grabend und wühlend nach Wurzeln. Sei es, dass er auch in den entlegensten Altertümern nach ihnen graben müsste. Worauf weist das ungeheure historische Bedürfnis der unbefriedigten modernen Kultur, das um sich sammeln zahlloser anderer Kulturen, das Verzehrende erkennen wollen, wenn nicht auf den Verlust des Mythos, auf den Verlust der mythischen Heimat, des mythischen Mutterschoßes. Ohne Mythos aber geht jede Kultur ihrer gesunden schöpferischen Kraft verlustig. Friedrich Nietzsche, die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik. Das drängendste Problem des heutigen Menschen ist der Verlust von Bedeutung. Bedeutung speist sich aus der Vergangenheit. Wenn das Wissen um die Vergangenheit schwindet, dann schwindet auch die Bedeutung des Lebens. Der heutige Mensch weiß nicht, woher er kommt, wer er ist und wohin er sich bewegt. Er ist zum Spielball von Mächten geworden, die ihn beliebig lenken können. Seiner Vergangenheit entwurzelt, gibt es keinen Halt, keinen Maßstab. Und ohne einen Maßstab, der sich an der Wirklichkeit orientiert, gibt es auch keine Möglichkeit, echtes Verständnis über die Welt zu entwickeln. Nur der Weg zurück zu den eigenen Wurzeln gibt dem Leben die Bedeutung zurück. Die Epigenetik, die Lehre von vererbbaren Veränderungen in der Genexpression, die nicht direkt in unserer DNS kodiert sind, legt mit verschiedenen Studien und Beobachtungen nahe, dass unsere Lebenserfahrungen, wie Entbehrungen oder traumatische Erlebnisse, an nachfolgende Generationen weitergegeben werden. Mythologische und religiöse Überlieferungen gehen sogar noch weiter und sprechen von einem kollektiven Gedächtnis. Schon in den Veden, den heiligen Schriften des Hinduismus, wird eine Art universelles Gedächtnis erwähnt. Das Sanskritwort Akasha steht für den Himmel, Raum oder Äther und bezeichnet, gemäß der östlichen Weisheitstradition, das feinstofflichste der fünf Elemente, aus dem alles andere geschaffen wurde. So sollen alle Gedanken, die jemals gedacht und alle Taten, die jemals vollbracht wurden, laut indischer Mythologie in diesem Informationsfeld gespeichert sein, was auch in den legendären Palmblattbibliotheken Indiens und Sri Lankas seinen Ausdruck findet. Die Vorstellung eines Weltgedächtnisses findet man auch in der abendländischen Kultur und sie hat unter anderem mit Plotin, Ficino und Paracelsus berühmte Vordenker. Auch in der Bibel sind ähnliche Hinweise enthalten, wenn zum Beispiel im Buch Jesaja von einem Gedächtnisbuch gesprochen wird. Every activity is a form of energy. And energy cannot be dissipated. It is retained. We are in a closed system. See, everything you do, everything you say, every action you take, every penny you earn or spend is recorded.
Wir können also davon ausgehen, dass sämtliche Erfahrungen unserer Vorfahren immer noch existieren, in einem für uns unsichtbaren Energiefeld. Bis vor 100 Jahren war der Äther noch ein Standardkonzept in der Physik, um die Eigenschaften des unsichtbaren Raums zu erklären. Und auch wenn wir heute weitgehend von unserer Vergangenheit abgetrennt sind, so sind die Erfahrungen nicht verschwunden, sondern nur verschüttet. Dementsprechend muss es möglich sein, dass wir uns wieder mit unserer Vergangenheit verbinden können, wenn wir den Schleier lüften und die Erinnerungen zulassen. Um an kollektive Erinnerungen zu gelangen, ist zu einem gewissen Grad eine kollektive Anstrengung vonnöten. Ein Einzelner allein vermag die Amnesie nicht zu durchbrechen. Es gibt Bilder, die derart mit Bedeutung aufgeladen sind, dass Menschen sich auf unerklärliche Art und Weise zu ihnen hingezogen fühlen. Die Weltreligionen greifen zu einem gewissen Grad auf derartige Bilder zurück, wenn auch auf extrem destruktive Weise. Mythen und Märchen enthalten ebenfalls derartige Bilder. Je stärker ein Mythos mit Bedeutung aufgeladen ist, desto wichtiger war seine Rolle in unserer Vergangenheit. Anhand der Strahlkraft eines Mythos können wir schon eine Bedeutung für die Menschheit erkennen, wenn wir ihn zulassen, uns von ihm berühren lassen. So hat sich zum Beispiel die Sintflut in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Aber auch die Geschichten von Riesen, Drachen oder bösartigen Hexen. Je mehr wir Menschen uns von diesen mythischen Bildern lossagen, desto mehr entfremden wir uns von unserer eigenen Vergangenheit und somit unserem eigenen Wesen. Dieser Prozess der Selbstentfremdung begann mit dem sogenannten Zeitalter der Aufklärung. Der Historiker Immanuel Velikovsky schreibt: Amnesie ist eine der Abwehrreaktionen des Menschen. Wir kennen die Auswirkungen der Traumatisierung auf Soldaten. Bei den älteren griechischen Autoren, den Pythagoreern und den Stoikern, finden Sie eindeutige Aussagen, die darauf hinweisen, dass Katastrophen, die sich in der Geschichte der Menschheit und in der Geschichte unserer Erde ereignet haben, keine abnormalen Ereignisse waren, sondern eigentlich dominant waren und sich immer wieder wiederholten. Aber aus den historischen Aufzeichnungen sehen wir, dass das Wissen um die Katastrophen langsam in Vergessenheit geriet. Platon beschrieb Kataklysmen in mehreren Werken. Er schrieb über zerstörte und wieder aufgebaute Welten. In seinem Timaios stellte er fest, dass die Griechen sich nicht an antike Katastrophen erinnern, außer an die Sintflut. Er fügte hinzu, dass die Menschen seiner Zeit, wie die Priester von Sais, dem Solon berichteten, sich nicht an diese katastrophalen Ereignisse erinnern konnten. Platons Schüler Aristoteles lehnte es ab, an Katastrophen zu glauben. Er ist, mehr als jeder andere, verantwortlich für den anhaltenden Glauben, dass wir in einer sicheren Welt leben. Wegen der Abneigung des Menschen, seine Vergangenheit zu kennen, wurde die Wissenschaft stark gebremst, indem sie Unwirklichkeit als Wahrheit vorgab. Auch die Darwinsche Revolution war ein Rückschritt. Beunruhigende Beweise wurden ignoriert. Es war, als ob Darwin mit geschlossenen Augen arbeitete. Seine Notizbücher von der einzigen Exkursion, die er je unternahm, enthalten Beschreibungen von kataklysmischen Umwälzungen. Er schrieb, dass nichts Geringeres als die Erschütterung der gesamten Erde zu der von ihm beobachteten Massenvernichtung von Lebensformen führen könnte. Auf der kontinentalen Skala beobachtete er, dass Lebensformen von Feuerland bis zur Beringstraße ausgelöscht oder dezimiert wurden. Darwin akzeptierte jedoch nicht die Implikationen der Beweise, die er mit seinen eigenen Augen sah. Die Darwinsche Revolution war die Wiedergeburt des Aristoteles, dessen Ideen, wenn nicht zur Zeit der Renaissance, so doch im Zeitalter der Aufklärung an Boden verloren hatten. In den letzten Jahrhunderten wurden große Anstrengungen unternommen, um uns Menschen vergessen zu lassen, woher wir kommen und wer wir sind. Die Zerstörung des alten Wissens über Physik und Biologie war besonders wichtig, um uns zu entwurzeln. Einstein und Darwin stehen für die Inversion des alten Wissens in ein nihilistisches Weltbild, mit dem Menschen als bedeutungsloses, zufälliges Etwas dahintreibend in einem endlosen und kalten Universum. Diese lebensfeindlichen Modelle über die Wirklichkeit wurden erst vor kurzem, im 19. Jahrhundert, perfektioniert und konnten sich sogar erst im 20. Jahrhundert vollends durchsetzen. Zu groß war der Widerstand selbst in akademischen Kreisen des frühen 20. Jahrhunderts.
Die sogenannte Urknalltheorie ist ein gutes Beispiel, um zu verstehen, wie religiös-esoterische Konzepte in die Wissenschaft eingeflossen sind. Der belgische Jesuit und Priester Georges Lemaître begründete die Urknalltheorie nicht auf Basis wissenschaftlicher Fakten, sondern auf Basis einer religiösen Überzeugung, einer Vorstellung eines Uratoms bzw. kosmischen Samens, aus dem heraus sich alles entwickelt hat. Die Jesuiten bekamen damals die Aufgabe, die Mythen von der Entstehung der Welt in einen wissenschaftlich klingenden Rahmen einzubetten. Ein paar Jahrzehnte später, im Jahr 1951, akzeptierte die Päpstliche Akademie der Wissenschaften die Urknalltheorie. Diese lange Zeit bis zur Anerkennung durch den Papst war nicht dem Widerstand der Kirche geschuldet, sondern dem Widerstand in der Bevölkerung. Entstammte die Urknalltheorie doch der Feder des Vatikans selbst. Ironischerweise ist die irrationale Urknalltheorie immer noch Bestandteil unseres modernen Weltbildes und es wurde immer noch kein einziger Nachweis vorgebracht. Das nihilistische und mechanistische Weltbild, repräsentiert durch Rousseau und andere sogenannte Vordenker der Aufklärung, konnte nur auf dem Nährboden der Industrialisierung gedeihen. Machte diese den Menschen doch zu einem mechanischen Wesen, welches auf materielle Aspekte reduziert worden war. Die Industrialisierung muss als Zäsur betrachtet werden und als erste für uns heute nachvollziehbare und sichtbare Veränderung als Folge eines Resets im 18. oder 19. Jahrhundert. Dieser Reset folgte auf ein Ereignis, welches auch die sogenannte Schlammflut mit sich gebracht hat. Weltweit sind die Gebäude der alten Welt zu einem Teil in der Erde versunken, die einstigen Erdgeschosse wurden so üblicherweise zu Kellern umfunktioniert. Über die Ursache der Schlammflut ist wenig bekannt. Möglich ist ein uns nicht mehr bekannter Weltkrieg oder ein elektromagnetisches Plasmaereignis. Zum Thema kollektives Gedächtnis noch einmal Immanuel Velikovsky. C.G. Jung war der Überzeugung, dass das Unbewusste, sei es durch Telepathie oder auf andere Weise, ein gemeinsamer Besitz der gesamten Menschheit ist. Es besteht aber nicht nur aus den Erfahrungen dieser Generation, also uns, die wir heute in dieser Welt interagieren, sondern es umfasst die kumulierten Erfahrungen aller vergangenen Generationen. Tatsache ist, dass katastrophale Ereignisse stattgefunden haben. Nicht nur hier und da, sondern weltweite Ereignisse von unbeschreiblicher Gewalt. So dass kein Mensch, dem es gelang zu überleben, frei von den traumatischen Auswirkungen sein konnte. Traumatische Auswirkungen, die unbeschreiblich sind. Stellen Sie sich vor, plötzlich ist die Zeit keine Zeit mehr. Der Tag geht in die Nacht über. Der Ozean schlägt über die Küste des Atlantiks. Er bewegt sich über den Kontinent. Er bewegt sich nicht einmal über den Kontinent. Kontinent und Meer tauschen einfach die Plätze. Wo Ebenen waren, werden Berge in wenigen Stunden in die Höhe geschoben. Die Luft ist erfüllt von lautem Zischen herabstürzender Meteoriten. Und alle Vulkane brechen gleichzeitig aus. Nicht nur die Vulkane, die es schon gab, sondern tausende neuer Vulkane, die aufsteigen und lodern. Und Flüsse verlieren ihr Bett und Erdbeben heben Städte aus ihren Fundamenten. Die Geschichte der Menschheit ist kaum 5000 Jahre alt. Jeder von Ihnen, der bereits das 25. Lebensjahr erreicht hat, hat tatsächlich schon 0,5% der aufgezeichneten Geschichte erlebt. Bevor ich zum Schluss komme, lese ich Ihnen noch einen Brief von einem meiner Leser vor. Ich habe das Gefühl, dass unsere Vorfahren in Mythen, Epen und Heiligenwerken versucht haben, uns etwas über ein Problem zu sagen, das sie sehr beschäftigte. Es scheint ziemlich klar zu sein, dass unsere Vorfahren versuchten, eine tiefe Furcht, eine schreckliche Angst zu vermitteln. Sie sprachen über ein Problem, das so schrecklich war, dass die drastischen Maßnahmen zur Gruppendisziplin und/oder Selbstunterdrückung gerechtfertigt schienen. Es war eine mächtige Angst. Manchmal wird behauptet, dass die Bibel direkt auf das moderne Leben angewandt werden kann.
Für mich ist dieser Ansatz sehr wenig überzeugend, denn der Gott, über den diese Menschen schrieben, war furchterregend. Im Alten Testament ist er der Gott des Zorns. Und im Neuen Testament, wie Albert Schweitzer betont hat, ist er im Begriff, die Welt zur Lebenszeit Jesu oder kurz danach zu beenden. Er war gefährlich und gewalttätig. Felsen, Feuer, Flut, Wirbelsturm und ähnliche Waffen setzte er gegen diejenigen ein, die er schlecht bewertete. Das ist es, was unsere Vorfahren schrieben. Und ich sehe keinen Sinn darin, zu versuchen, es zu beschönigen. Das ist es, was sie meinten. Sie waren wirklich verängstigt. Morphic resonance is a connection across time from the past to the present. And it's a process that occurs between organized patterns of activity on the basis of similarity. What it means, in effect, is that each species has a kind of collective memory. Laut dem Biologen Rupert Sheldrake ist die kollektive Erinnerungsfähigkeit der Natur inhärent. Lebende Systeme haben ein kollektives Gedächtnis von allen früheren Erlebnissen der gesamten Art. Dieses Gedächtnis existiert in einem unsichtbaren, aber realen Energiefeld. Unsere kollektiven Erinnerungen sind immer noch da, doch brechen sie sich seit Ausbruch der Moderne hauptsächlich Bahn in vermeintlich fiktiven Geschichten, zum Beispiel in Tolkiens Herr-der-Ringe-Universum. Tolkien schrieb seine in der germanischen Mythologie verwurzelten Geschichten während des Ersten Weltkrieges auf, genau der Zeitpunkt, den man als endgültige Zerstörung der alten, magischen Welt betrachten kann. Mit dem Ersten Weltkrieg begann der zivilisatorische Abstieg in die seelenlose Moderne. Vielleicht musste Tolkien seine Vision von Mittelerde niederschreiben, weil die menschliche Psyche ohne die Verbindung zur Wirklichkeit nicht überleben kann. Selbst wenn diese Verbindung über vermeintlich fiktive Geschichten aufrechterhalten wird. Es ist in diesem Zusammenhang interessant zu erwähnen, dass Fantasiegeschichten auch eine Erfindung des Industriezeitalters sind. Erst um 1850 herum wurden fiktive Romane massentauglich. Kann es sein, dass Menschen gar nicht in der Lage dazu waren, in dissoziative Welten einzutauchen, solange das Leben an sich voller Bedeutung war und einen höheren Sinn vermittelte? Je lebensfeindlicher und kälter unsere Gesellschaft wird, desto stärker wird der Drang zur Flucht in imaginäre Welten. Und diese imaginären Welten speisen sich aus unseren kollektiven Erinnerungen. Es ist diese verdrängte Energie, welche ihnen Leben einhaucht. Mit der Zerstörung der Religionen durch die von Geheimgesellschaften begründete Wissenschaft wurde den Menschen eine der letzten Verbindungen zur Vergangenheit genommen. Doch die Wahrheit will wieder ans Licht und sie wird letztlich wieder an die Oberfläche gelangen. Um die Menschheit davon abzuhalten, aufzuwachen, werden enorme Anstrengungen unternommen, denn unser Potenzial und unsere wahre Macht ist beinahe grenzenlos. Industrialisierung. Im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert kam es in der westlichen Welt zu weitgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen. Das Ausmaß der Veränderungen wurde bisher nur unzureichend erfasst. Aspekte wie Landflucht, Massenverarmung, Waisenhäuser, Mangel an Hygiene in den Städten und damit zusammenhängende Epidemien sind in der Geschichtsforschung bekannt. Allerdings handelt es sich dabei nur um die Auswirkungen der industriellen Revolution. Problematischer wird es, wenn es um die Frage geht, wo denn nun überhaupt die wesentlichen Ursachen für die massiven technologischen Umwälzungen des 19. Jahrhunderts lagen. Bisher konnten die zwei wichtigsten Fragen nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Wieso begann die industrielle Revolution in England und wieso gerade um 1800 herum?
Wenn man es mal auf das Wesentliche herunterbricht, bestand die industrielle Revolution aus bahnbrechenden technologischen Erfindungen, die das gesellschaftliche Leben nachhaltig veränderten und eine zunehmende Automatisierung der Produktion ermöglichten. Insbesondere die Entwicklung der Dampfmaschine legte angeblich die Grundlage für die weitere Entwicklung von Elektro- und Verbrennungsmotoren, welche das Fundament der heutigen Gesellschaft bilden. Die industrielle Revolution stellt uns vor ein Rätsel. Im Sinne des offiziellen Narrativs dümpelte die Menschheit tausende von Jahren auf einem niedrigen Entwicklungsstand herum, nur um plötzlich und ohne erkennbare äußere Ursache innerhalb von wenigen Jahrzehnten einen massiven Entwicklungssprung durchzumachen. Um die Sache noch absurder zu machen, die Menschheit befindet sich seit dem Ende des Industriezeitalters gewissermaßen wieder in einer Zeit des technologischen Stillstandes. Der angebliche Erfindergeist Zentraleuropas und insbesondere Deutschlands, der laut Historikern die Industrialisierung ermöglicht hatte, scheint wie weggeblasen. Die Rolle des Vereinigten Königreiches ist von zentraler Bedeutung, um zu verstehen, was wirklich hinter der sogenannten industriellen Revolution stand. In der Geschichtsforschung wird allgemein angenommen, dass die industrielle Revolution bereits Mitte des 18. Jahrhunderts begann, ungefähr ab 1760. Tatsächlich finden sich jedoch kaum Beweise für diese Behauptung. Laut verschiedenen Historikern wie Cameron, Adams, McCloskey gibt es noch bis zum Jahr 1830 keine Hinweise auf die Industrialisierung in der zeitgenössischen Literatur. Wir müssen davon ausgehen, dass die herrschenden Kräfte den Verlauf der industriellen Revolution zeitlich rückdatiert haben, um ihren explosiven Charakter etwas zu entschärfen. In Wahrheit wurde das, in Anführungszeichen, neue technologische Wissen nämlich binnen weniger Jahrzehnte von einer kleinen Elite, die primär von Rom, Vatikan, Venedig, London und Washington aus operierte, auf die Menschheit losgelassen. Die wahre industrielle Revolution kommt dem am nächsten, was in der Forschung gemeinhin als zweite industrielle Revolution bezeichnet wird, die Phase der Hochindustrialisierung ab 1860. Was uns als Erfindungen verkauft wird, war aller Wahrscheinlichkeit nach ein kontrolliertes Freigeben von Technologien, die noch vor dem Reset allgemein zugänglich waren und mit freier Energie betrieben wurden. Frei in dem Sinne, dass jeder Mensch direkten Zugang zu der Energiequelle hatte. Nur dieses Mal mit dem Unterschied, dass die Technologie an knappe und schwer zu erlangende Ressourcen gekoppelt wurde, wodurch die herrschenden Kräfte ein Monopol auf die Erzeugung von Waren erlangen konnte. Seit der industriellen Revolution wird die weltweite Erzeugung und Produktion von Wohlstand von einer kleinen Gruppe gesteuert. Neben der Kontrolle des Fiat-Geldsystems über die Zentralbanken war die Verknappung von Energie das wichtigste Element zur Kontrolle der Massen. Dieser Prozess spiegelt sich zum Beispiel wieder im Konflikt zwischen Tesla und Edison bzw. Tesla und Einstein. Tesla verteidigte das holistische Modell der alten Welt. Er dachte in Aspekten wie Energie, Frequenzen und Schwingung und wollte nicht, dass die Energieproduktion in den Händen einiger weniger landete. Als die Industriellen, allen voran J.P. Morgan, die damals dafür verantwortlich waren, die Energiemonopole aufzubauen, feststellten, dass sich Teslas Arbeit nicht zur Unterdrückung der Menschheit eignete, wurde er fallen gelassen. Wenn die industrielle Revolution in Wahrheit erst weit nach 1830 stattgefunden hat, reden wir von einem Zeitraum von ungefähr 50 Jahren, ca. 1850 bis 1900, in dem das alte Wissen in abgewandelter Form wieder eingeführt wurde. Nicht zufällig fand die erste bedeutende Weltausstellung im Jahr 1851 in London statt. Imperialismus. Warum begann die industrielle Revolution in England?
Historiker tappen im Dunkeln, aber der einzige ausschlaggebende Faktor, der damals das britische Königreich von allen anderen Ländern unterschied, war der Kolonialismus und Imperialismus. Die britische Krone kontrollierte einen großen Teil der sogenannten Neuen Welt. Und die Krone verleibte sich natürlich nicht nur Arbeitskräfte und Waren ein, wie es gerne dargestellt wird, sondern natürlich auch das noch verbliebene Wissen aus der Zeit vor dem Reset. Und Wissen beinhaltet auch Technologien. So ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Inder auf diesem Weg um ihre Vergangenheit gebracht wurden. Offiziell soll zwar ein Großteil des indischen Wissens durch einen Genozid an indischen Gelehrten und eine Serie von Invasionen im Lauf der letzten 1200 Jahre ausgelöscht worden sein, aber Hinweise legen nahe, dass erst der britische Kolonialismus Indiens Kultur maßgeblich zerstümmelt hat. Zum Beispiel bestand eine der Hauptaktivitäten der Asiatischen Gesellschaft von Bengalen, die offiziell im Jahr 1784 gegründet wurde und unter der Schirmherrschaft von Warren Hastings stand, darin, alte Manuskripte Indiens, aber auch Inschriften in Stein und Metall, Ikonen oder alte Münzen systematisch zu sammeln und zu verwahren. Und Friedrich Max Müller, einer der Begründer des westlichen akademischen Feldes der Indienstudien, wurde von der East India Trading Company dafür bezahlt, die Veden zu übersetzen, sie nachhaltig zu entstellen und willkürliche Datierungen vorzunehmen. So schrieb er am 9. Dezember 1867 an seine Frau: Ich bin überzeugt davon, obwohl ich es nicht mehr erleben werde, dass diese, meine Ausgabe und die Übersetzung des Veda in großem Maße über das Schicksal Indiens und über die Entwicklung von Millionen von Seelen in diesem Lande entscheiden werden. Es ist die Wurzel ihrer Religion. Und ihnen zu zeigen, was diese Wurzel ist, ist, da bin ich mir sicher, der einzige Weg, um alles zu entwurzeln, was in den letzten 3000 Jahren daraus entstanden ist. In einem Buch mit dem Titel The Truth About Us, The Politics of Information and Society from Manu to Modi, zeigt Sanjoy Chakravorty, dass auch das heutige Verständnis des Kastensystems erst während der britischen Kolonialherrschaft entwickelt wurde, zu einer Zeit also, als die Macht der Kolonialmächte über Informationen absolut war. Die Anthropologin Susan Bailey merkte dazu an, dass bis weit in die Kolonialzeit hinein ein großer Teil des Subkontinents von Menschen bevölkert war, für die die formalen Unterscheidungen der Kaste nur von begrenzter Bedeutung waren. Selbst in Teilen des sogenannten hinduistischen Kernlandes. Die Institutionen und Glaubensvorstellungen, die heute oft als Elemente des traditionellen Kastensystems beschrieben werden, entstanden erst im frühen 18. Jahrhundert. Auch die vorkolonialen schriftlichen Aufzeichnungen in königlichen Hofdokumenten und Reiseberichten, die von professionellen Historikern und Philologen wie Nicholas Dirks, G.S. Gurie, Richard Eaton, David Shulman und Cynthia Talbot untersucht wurden, erwähnen das Kastensystem kaum oder gar nicht. Doch zurück zum Vereinigten Königreich, denn Indien wurde aus gutem Grund als Juwel der Krone bezeichnet. Michelle Gibson schreibt: Der europäische Kolonialismus schuf absichtlich Trennungen über fast die gesamte Landmasse der Erde, schuf neue Länder aus dem genommenen Land sowie Trennungen und Zwietracht zwischen Völkern, die ursprünglich weltweit in Harmonie existierten. Er stellt auch die Mittel dar, mit denen Macht und Kontrolle weltweit konsolidiert wurden. Meist beginnend als Handelsgesellschaften, die am Ende sehr mächtig in ihren jeweiligen Regionen waren. Und nachdem sie die vollständige Kontrolle erlangt hatten, übertrugen sie Macht und Kontrolle über die Regionen an ihre jeweiligen europäischen Imperien. Indien wurde als das Juwel in der Krone des britischen Empire bezeichnet und als sein größter und wichtigster Besitz in Übersee. Ein großer Teil des britischen Empire wurde um Indien herum gebaut, um Routen nach Indien zu schaffen oder zu schützen. Indien war wohlhabend und reich an Gewürzen, Seide, Indigo, Gold, Baumwolle und anderen Produkten und Ressourcen. Der Handel mit Indien und die daraus resultierende politische Vorherrschaft über große Teile Indiens verschaffte Großbritannien in den 1700er bis 1900er Jahren einen großen Teil seines Reichtums. Die britische und die holländische Ostindien-Kompanie waren zwei Hauptakteure einer Reihe von sogenannten Handelsgesellschaften während dieser Ära.
Wir können uns vorstellen, dass die europäischen Länder vor dem Reset Botschaften in Indien hatten und es einen regen kulturellen Austausch von Werten und Waren gab, der erst im Zuge der katastrophalen Ereignisse kollabierte. Eine neue europäische Elite machte sich das durch den Zusammenbruch der Hochkulturen entstandene Machtvakuum zunutze und verwandelte die vormals bestehenden Handelsstrukturen in alles verschlingende Machtapparate. Das würde auch bestehende Ungereimtheiten erklären. Denn die Geschichtsforschung konnte nie zufriedenstellend darlegen, weshalb die Kolonialmächte erst ein paar hundert Jahre nach der Kolonisierung damit anfingen, ihre Herrschaft über die Kolonien mit brachialer Gewalt und blindem Missionierungseifer auszubauen. Dieser sogenannte Hochimperialismus begann 1850, wobei die Niederschlagung der indischen Rebellion von 1857 in der Forschung als Schlüsselereignis betrachtet wird. Die auf Einladung Bismarcks in Berlin stattfindende Kongo-Konferenz regelte 1885 die effektive Aufteilung Afrikas unter den Kolonialmächten. Auf der Kongo-Konferenz wurde das noch recht neue Konzept der Staatenbildung auf Afrika angewandt und dem Kontinent übergestülpt. Aber auch in Europa war das Denken in Staatsgrenzen und nationalen Identitäten noch recht neu. 1884 wurde mit der Übereinkunft von Washington die weltweite Zeitordnung nach der 1847 im Britischen Reich eingeführten Greenwich Mean Time durchgesetzt. Die Rolle des Deutschen Reiches in Bezug auf den Imperialismus lag vor allem darin, Menschenrechtsverletzungen anzuprangern, rechtliche Grundlagen zu schaffen und die kolonialen Großmächte im Zaum zu halten, die in den Kolonien unfassbare Grausamkeiten begingen. Im Zuge der Geschichtsfälschung nach dem Zweiten Weltkrieg wird der deutsche Imperialismus heutzutage allerdings meist in einem negativen Licht dargestellt. Auf Basis dieser Lüge wurden die deutschen Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg auf die anderen Kolonialmächte aufgeteilt. Um die Forschungen des Kolonialismus-Experten Bruce Gilley zu umreißen: Deutsch-Ostafrika, ein deutsches Schutzgebiet, war ein voller Erfolg. Die Deutschen brachten Frieden nach Afrika, die Pax Germanica. Sie schlugen erfolgreich den Maji-Maji-Aufstand von 1905 bis 1907 nieder. Und die Reformen nach 1907 läuteten eine Ära des Fortschritts ein. Arbeitnehmerrechte für Eingeborene, ein Ende der Zwangsarbeit, Verbot der Sklaverei und die allgemeine Schulpflicht waren deutsche Errungenschaften, die alle anderen Kolonialmächte in den Schatten stellten. Die Deutschen waren in Ostafrika extrem beliebt. Deshalb dauerte der Erste Weltkrieg in Ostafrika auch so lange, denn die eingeborenen Kämpfer waren dem Deutschen Reich gegenüber so ergeben, dass sie bis zum bitteren Ende im Herbst 1918 weiterkämpften. Seit 1907 gab es Ratsversammlungen für die Interessen der Afrikaner, eine dezentrale Verwaltung und Verwaltungsschulen für eine lokale Elite. Harry Rudin schrieb: Der oft gehörte Kommentar über die Deutschen war, sie seien streng, manchmal hart, aber immer gerecht. Eine interessante Anmerkung zur deutschen Kolonialzeit in Afrika ist die Tatsache, dass es der deutsche Mediziner Robert Koch war, der ein Heilmittel für die Schlafkrankheit fand, welches dann von den Franzosen geklaut und in den 1920ern flächendeckend eingesetzt wurde. Heinrich Schnee, der letzte deutsche Gouverneur von Ostafrika, prägte angesichts der britischen Lügen den Begriff der kolonialen Schuldlüge. Ende des Abschnitts von Bruce Gilley. Der größte Teil der offiziellen Geschichte des Kolonialismus zwischen 1500 und 1800 ist wahrscheinlich weitgehend erfunden. Was auch die Vorstellung einschließt, dass die Spanier für die imposante südamerikanische Architektur verantwortlich waren, oder die Briten Indien von Grund auf neu aufgebaut hatten. Das ist alles eine Lüge.
Stattdessen kam es irgendwann zwischen 1700 und 1850 zu einem weltweiten Kataklysmus, durch den die Einheitskultur auseinanderbrach und das meiste Wissen über freie Energie und Hochkultur verloren ging. Die Menschen wurden kollektiv in ein dunkles Zeitalter geworfen, in dem sie begannen, sich auf das Überleben zu konzentrieren und eine Zeit des Leidens und der Entbehrungen erlebten. Die nun dominierende Machtelite führte nach ihrer Machtergreifung einige Teile des alten Wissens wieder ein, um die Gesellschaft in einer Weise zu verändern, die ihnen passte. Diese Zeitperiode ist uns als das Industriezeitalter bekannt. Diese Machtelite hat ihre Wurzeln im Römischen Reich. Die Länder des Weströmischen Reichs wurden nach und nach riesige Wirtschafts- und Kriegsnationen. Italien, Venedig, Portugal, Spanien, Frankreich, England, Holland. In Venedig entstand das erste Finanzzentrum, das später in die Schweiz verlagert wurde. Alle, die sich nicht der Kirche unterwerfen wollten, wurden getötet oder flohen Richtung Germanien. Die Vorgehensweise der Kirche entspricht der Taktik der römischen Eroberungen. Zunächst wird mit der Armee Kriegsboden geschaffen, Kolonialismus. Daraufhin bereitet sich die Kirche als Gebietsverwaltung aus. Die Kirche teilt das Gebiet anschließend auf und setzt eigene Verwalter in diesen Gebieten ein. Daraus entstehen dann später die Königs- und Adelshäuser, allesamt abgabepflichtig der Kirche gegenüber. Die römische Armee wurde in Ritterorden aufgeteilt. Deutschland als Hochburg des Protestantismus konnte sich noch etwas länger gegen diese kirchlichen Kräfte wehren, wurde aber auch irgendwann übernommen, genauso wie die moskowitische Tartarei von Russland übernommen wurde, das ehemalige Reich der Skythen. Seitdem werden die europäischen Mächte alle aus dem Verborgenen heraus von der Kabale kontrolliert und sie schaffen es, es so aussehen zu lassen, als würden Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Portugal, Spanien und Russland miteinander konkurrieren, aber sie arbeiten in Wahrheit zusammen. Die Adelsfamilien der Hohenzollern und Oranien-Nassau kontrollierten gleichzeitig Großbritannien, die Niederlande, das Deutsche Reich sowie das russische Zarenreich. Die Habsburger, finanziert von den Fuggern, kontrollierten Mitteleuropa, den Vatikan und Teile Westeuropas. Das russische Zarenreich war also bereits in den Händen der Kabale, die von Preußen weiter nach Russland zog. Die russische Geschichte wurde im 18. Jahrhundert von westeuropäischen Akademikern geschrieben, die auch die wichtigsten Positionen in der neu gegründeten Russischen Akademie der Wissenschaften besetzten. Das Russische Reich wurde dann eingesetzt, um das große Tatarenreich zu zerstören. Das Herz der Finsternis lag in Westeuropa. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn der größte Teil der Welt erholte sich gerade vom Reset und alles, was die Europäer tun mussten, war, ein paar ihrer Leute auf Schiffe zu verfrachten, sie schnell in die zerstörten Königreiche zu bringen, die Herrscher zu töten oder zu vertreiben oder zu manipulieren und ein neues politisches System auszurufen. Ein japanisches Gesetz, angeblich aus dem Jahr 1636, besagte Folgendes: Kein japanisches Schiff und kein Einheimischer soll sich anmaßen, das Land zu verlassen. Wer dem zuwiderhandelt, soll sterben. Und das Schiff mit der Mannschaft und den Gütern an Bord soll bis auf Weiteres beschlagnahmt werden. Alle Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, sollen zum Tode verurteilt werden. Wer einen christlichen Priester entdeckt, soll eine Belohnung von 400 bis 500 Blatt Silber erhalten. Und für jeden Christen im Verhältnis, alle Nambarner, Portugiesen und Spanier, die die Lehre der Katholiken verbreiten oder diesen skandalösen Namen tragen, sollen in Onra, dem gewöhnlichen Gefängnis der Stadt, eingekerkert werden. Die ganze Rasse der Portugiesen mit ihren Müttern, Ammen und allem, was ihnen gehört, soll nach Macau verbannt werden. Wer sich anmaßt, einen Brief aus dem Ausland zu bringen oder zurückzukehren, nachdem er verbannt worden ist, soll mit seiner Familie sterben. Auch wer sich anmaßt, für ihn zu intervenieren, soll hingerichtet werden. Kein Edelmann und kein Soldat soll etwas von dem Fremden kaufen dürfen.
Damit begann eine gesellschaftliche Epoche in Japan, die heute als Sakoku bekannt ist, die freiwillige Abschottung Japans gegen alle westlichen Mächte. Erst 1853, zwei Jahre nach der ersten Weltausstellung in London, gelang es dem Westen tatsächlich, Japan von seinem friedlichen, autarken Leben abzubringen. Zitat: Die Politik des Sakoku endete nach 1853, als die vom Matthew Perry kommandierten amerikanischen schwarzen Schiffe die Öffnung Japans für den amerikanischen und damit auch westlichen Handel durch eine Reihe ungleicher Verträge erzwangen. Zitat Ende. Das war nur ein paar Jahre, nachdem die gleichen Kräfte das alte China in dem, was heute als Opiumkriege bekannt ist, zerstört hatten. Zitat: 1842 wurde die Qing-Dynastie gezwungen, den Vertrag von Nanking zu unterzeichnen, den ersten von dem, was die Chinesen später die ungleichen Verträge nannten, der Großbritannien eine Entschädigung und Exterritorialität gewährte, fünf Vertragshäfen für ausländische Kaufleute öffnete und die Insel Hongkong an das britische Empire abtrat. Das Scheitern des Vertrages, die britischen Ziele eines verbesserten Handels und diplomatischer Beziehungen zu erfüllen, führte zum Zweiten Opiumkrieg 1856-60. Und die Niederlage der Qing führte zu sozialen Unruhen innerhalb Chinas. In China gilt der Krieg als der Beginn der modernen chinesischen Geschichte. Zitat Ende. Immer wieder das gleiche Spiel. Wichtig ist die Erkenntnis, dass in China und Japan jeder die Katholiken hasste, weil der Katholizismus als Waffe benutzt wurde, um ihre Länder kulturell zu schwächen, bevor die Briten auch die politischen Strukturen übernahmen. Bis zu den 1840er Jahren verteidigten China und Japan sich ziemlich erfolgreich. Der vom Vatikan gesteuerte Katholizismus hatte mit echtem Christentum schon damals nichts mehr zu tun. Vielmehr wurde der Vatikan eingesetzt, um das echte Christentum zu unterwandern. Nochmal Michelle Gibson. Das Jahr 1493 war das Jahr, in dem Papst Alexander VI. In der päpstlichen Bulle Inter Cetera die Landnahme der beiden Amerikas genehmigte. Diese päpstliche Bulle wurde zu einem wichtigen Dokument in der Entwicklung späterer juristischer Doktrinen in Bezug auf Reichsansprüche in der Neuen Welt und übertrug Kastilien in Spanien das ausschließliche Recht, Territorium zu erwerben, Handel zu treiben oder sich den Ländern zu nähern, die westlich des Meridians liegen, der sich 100 Meilen westlich der Azoren und der Kapverdischen Inseln befindet, mit Ausnahme aller Länder, die vor Weihnachten 1492 von irgendeinem anderen christlichen Fürsten jenseits dieses Meridians tatsächlich besessen wurden. Aus dem Kaiser des Römischen Reiches wurde der Papst der römisch-katholischen Kirche. Die berühmte, angeblich aus dem Mittelmeer stammende päpstliche Bulle Unam Sanctam sollte die absolute Herrschaft des Papstes zementieren. Der letzte Satz dieser Bulle lautet: Wir erklären, sagen und definieren nun aber, dass es für jedes menschliche Geschöpf unbedingt notwendig zum Heil ist, dem römischen Papst unterworfen zu sein. Damit legitimierte sich der Papst zum alleinigen Vertreter Gottes auf Erden. Die sogenannten häretischen christlichen Gemeinschaften wie die Albigenser und Katharer verurteilten das Papsttum als die Kirche des Antichristen und betrachteten sich selbst als Nachfolger des wahrhaftigen christlichen Erbes, das jedoch nur im Geheimen fortbestehen durfte. Päpstliche Katholiken wurden unter anderem beschuldigt, für die mysteriösen Brände verantwortlich zu sein, die ganze Städte vernichteten. Auf dem Monument in der City of London über den Londoner Brand von 1666 stand noch bis 1830, Zitat: Die schrecklichste Zerstörung dieser Stadt, begonnen und weitergeführt durch den Verrat und die Bosheit der päpstlichen Fraktion. Zitat Ende. Westliche Historiker verwechseln den jesuitischen Katholizismus mit dem Christentum und beschuldigen Japan und China, blindlings alle Christen zu hassen, während sie alle Fakten ausschließen, welche die offensichtliche Einmischung der Jesuiten und der katholischen Kirche in ausländische Angelegenheiten belegen. So lesen wir zur Neugestaltung der chinesischen Chronologie bei Uwe Topper in Die große Aktion Folgendes:
Die vielleicht nachhaltigste Wirkung jesuitischer Arbeit lag aber in der Neugestaltung der chinesischen Chronologie und ihrer Angleichung an die abendländischen Daten. Die Erstellung eines chronologischen Systems war für die Chinesen durchaus neu. Sie erfolgte nach lateinischem Vorbild und insgesamt gesehen im Sinne der katholischen Kirche. Der ganze Vorgang hat 1,5 Jahrhunderte gedauert und wurde schließlich von den Chinesen ab 1735 gewaltsam beendet. Als Ergebnis der immensen Arbeit erschien 1778 das erste Gesamtwerk der chinesischen Geschichte. Etwas, was es vorher in China nie gegeben hatte. Da wurden nicht nur die Dynastien, die Reihenfolge der Kaiser und ihrer Regierungsdaten, sondern auch die Übertragung dieser Daten auf die europäische Zeitskala festgelegt. Obgleich man stets die Fehler darin kritisiert, ist das Werk doch bis heute nicht überholt, sondern prinzipiell der Leitfaden für unsere Sinologen geblieben, auch wenn sie sich dessen nicht mehr bewusst sein sollten. Mit dieser Neugestaltung der Chronologie legten die Jesuiten die Grundlage für die Übernahme Chinas durch die Briten im Jahr 1842. Nicht nur der Katholizismus, sondern auch der Islam und das Judentum wurden früher oder später zur Kontrolle der Massen eingesetzt. Aufgrund der Art der Neuschreibung wissen wir nicht einmal, ob die allgemeine Zeitachse der Ereignisse vor diesen Kriegen im Namen des Imperialismus wahr ist. Die Zeitlinie für viele Ereignisse auf der ganzen Welt wurde künstlich verlängert, um der Idee eines jahrhundertelangen Prozesses der Kolonialisierung mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen und um davon abzulenken, dass es bis zum Reset eine Einheitskultur gab, die friedlich miteinander Handel trieb. Das vermeintlich neue technologische Wissen wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts weltweit eingeführt, allen voran in Westeuropa und auf dem amerikanischen Kontinent. Eine wichtige Rolle für die Wiedereinführung der alten Technologien im neuen Gewand der Energieknappheit spielten die Weltausstellungen. Ab 1851 wurden unzählige Weltausstellungen durchgeführt. Heute gibt es diese Tradition immer noch in Form der Expos, doch spielen sie im Prinzip keine Rolle mehr, da es seit den zwei Weltkriegen keine echten großen technologischen Durchbrüche mehr gab. Mit Ausnahme der Informationstechnologie, die bewusst entwickelt wird, um die dystopische Vision des Transhumanismus in die Welt zu bringen. Man kann sagen, dass mit dem Ersten Weltkrieg nicht nur die klassische Architektur, sondern auch die Innovation aus der Welt verschwand. Vor der Industrialisierung gab es nur eine einzige Form weltweit hochentwickelter Architektur, heute bekannt als Historismus oder Revival-Architektur, da laut des offiziellen Narrativs so gut wie alle dieser Bauten erst im 19. Jahrhundert entstanden, angeblich als Rückgriff auf antike griechisch-römische architektonische Strömungen, Neogotik, Neorenaissance, Neobarock und so weiter. Die Grundprinzipien dieser Bauten waren immer dieselben und ihre Qualität unerreicht. Ist diese einheitliche Architektur ein Hinweis auf eine einheitliche, vereinte Kultur und Zivilisation, die erst vor kurzem in einzelne Königreiche bzw. Nationalstaaten zerbrach? Sogar in Japan gab es vor 1900 diese griechisch-römischen klassizistischen Bauten, obwohl Japan noch bis 1850 völlig von der Außenwelt isoliert war und sich auch danach, nachdem die Briten Japan gewaltsam erobert hatten, erst langsam und zögerlich dem Westen öffnete. Der Historiker und Chronologiekritiker Christoph Pfister schreibt in seinem Buch »Die Matrix der alten Geschichte« über die zeitliche Datierung der europäischen Baukultur. Es erwies sich, dass die heutige abendländische Baukultur die Entstehung der heutigen mittelalterlichen Städte etwa 300 Jahre vor heute zurückliegen. Vorher, nach heutigem Sprachgebrauch zu Beginn des 18. Jahrhunderts, herrschte in Europa noch eine Kultur, die man als römisch oder besser gesagt spätrömisch bezeichnen kann. Auch in politischem Sinne scheint es ein spätrömisches Reich gegeben zu haben. In diesem verschob sich jedoch das politische Machtzentrum von Gallien nach Germanien. Der Zusammenbruch des spätrömischen Reiches war Tatsache. Jedoch kann nicht gesagt werden, welches die Ursachen waren. Naturkatastrophen, Seuchen,
Politische, wirtschaftliche und kulturelle Faktoren werden als Auslöser genannt. Das Auseinanderbrechen der alten römischen Macht schuf die Grundlage für eine neue, neuzeitliche Kultur. Diese wurde in gewissem Sinne auf der Grundlage einer Tabula rasa neu aufgebaut. Es gab eine Zäsur der Kultur mit offenbar nur wenig Anknüpfungspunkten zur früheren Zivilisation. Die kulturelle Dynamik Europas war dabei expansiv nach außen. Gegen Westen erfolgte die Entdeckung und Kolonisierung der beiden Amerikas und danach Afrikas und Asiens. Die erfolgreiche Kolonisation der neuen Welt und Ostasiens retteten Europa und bescherten ihm etwa seit Mitte des 18. Jahrhunderts eine bevorzugte Stellung als weltumspannende Kolonialmacht. Das neue Europa, das in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts entstand, erfand erst die heute erhaltene Schriftlichkeit, damit die geschriebene Kultur. Auch die Kunst und Baukunst sind zum großen Teil erst nach der großen politischen und kulturellen Zäsur entstanden. Mit anderen Worten, die Kolonisierung der Welt fand erst frühestens ab 1700 statt, wurde von den Geschichtsfälschern im Auftrag der Imperialmächte aber zeitlich rückdatiert. Der Imperialismus entwickelte sich als Reaktion auf ein Ereignis, möglicherweise ein Krieg oder eine Naturkatastrophe, welche die alte, sogenannte antike Welt auslöschte und ein Machtvakuum hinterließ. Westeuropa vermochte es, aus diesem Vakuum als Gewinner hervorzugehen. Der Imperialismus war eine Art weltweiter Raubzug der westeuropäischen Mächte, um sich die von der Katastrophe gebeutelten Länder der Welt unter den Nagel zu reißen. Die historisch überlieferten Konflikte zwischen den einzelnen Kolonialmächten, Spanien, Portugal, England, Deutschland und so weiter, sind Teil des Versteckspiels der in Geheimgesellschaften und Schattenorganisationen organisierten europäischen Machtelite. Diese Konflikte fanden aber nur auf oberflächlicher politischer Ebene statt. Denn wie heute waren die öffentlichen Entscheidungsträger nur selten in die wahren Pläne eingeweiht. Schauen wir uns nun die Geschichte zweier Bauwerke an. Penn Station in New York, zwischen 1904 und 1910 gebaut, 1963 abgerissen, Zitat, weil das Gebäude dreckig war und die Wartungskosten nicht mehr aufgebracht werden konnten. Zitat Ende. Erbaut im griechisch-römischen Stil. Ada Louise Huxtable schrieb 1963 in der New York Times: Die Tragödie ist, dass unsere heutige Zeit ein solches Gebäude nicht nur nicht hervorbringen, sondern nicht einmal instand halten konnte. County Savings Building, erbaut 1893 im Stil der Neuromantik. Über den Abriss des Erie County Savings Bank Building im Jahr 1968 lesen wir in der Buffalo Evening News: Mehr als drei Monate lang wurde jeden Abend am Shelton Square eine Schlacht zwischen dem Gebäude und zwei Kränen ausgetragen. Letztere griffen mit zwei primitiven Angriffsmitteln an, einer Schaufel und einer Brechkugel. Erstere wog 3, letztere 3,5 Tonnen. Der Kampf war einer der härtesten, an den sich die Veteranen unter den Abbrucharbeitern erinnern. Für einen Abbrucharbeiter, der Widerstand zugeben muss, ist das so, als würde ein Gewichtheber zugeben, dass seine Muskeln schlaff werden. Die Arbeit begann um 4.30 Uhr am Nachmittag und dauerte bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen an 5 Tagen in der Woche. Eine Menschenmenge unterschiedlicher Größe versammelte sich, um die Zerstörung des Gebäudes zu sehen. Es war die Show der Stadt. Die Originalpläne des Gebäudes wurden zur Verfügung gestellt. Als die Kräne der 25-köpfigen Abbruchmannschaft begannen, an dem Gebäude zu knabbern, wurde jedoch offensichtlich, dass Pläne und Realität nicht übereinstimmten. Das Dach mit seinen Türmchen und Wasserspeiern war der schwierigste,
Ein Giebel, der unversehrt wie eine Geburtstagskerze zu Boden fiel, war 3,5 Meter hoch und wog schätzungsweise 600 Pfund. Ganz zu schweigen von den Kegeln auf den Türmen, die in der Höhe wie Tortenguss aussahen, aber am Boden 20 Fuß hoch und 15 Fuß breit waren. Gusseisen und Stahl. Als der Abriss fortschritt, stürzten Dutzende von 200 Pfund schweren Bildern aus rotem Granit, 5 Fuß dick, die in die Wände um die Spitze des Gebäudes herum eingelassen waren, herab. Ihre Karnevalsgesichter der Freude und des Leids bissen in den Staub. Die Steine des Gebäudes selbst waren äußerst widerstandsfähig. Die Wände, die sich von 9 Fuß an der Basis bis zu 3 Fuß verjüngten, bestanden aus fußdicken roten Granitsteinen, die jeweils bis zu 3 Tonnen wogen. Ineinander verzahnt, mussten sie wie Würfelzucker Stück für Stück herausgehoben werden. Sie klangen nicht wie Zucker, wenn sie herunterfielen. Betrachten wir den größeren Zusammenhang, erscheinen die 2 Weltkriege in einem neuen Licht. Die Kolonisierung der Welt fand später statt, als uns erzählt wird, erst ab 1700. Anfang 1900 war der größte Teil der Welt unter der Kontrolle der europäischen Kolonialmächte. Vor allem England, Frankreich, Niederlande, Spanien, Belgien, Portugal, Russland, Italien. Diese Nationen waren bereits damals alle von Geheimgesellschaften unterwandert. Mit den 2 Weltkriegen wurde dann die europäische Kultur selbst weitgehend zerstört und den Menschen gleichzeitig die Erinnerungsfähigkeit genommen. Die Kriege erzeugten ein kollektives Trauma, welches die Anbindung an die Vorkriegszeit erschwerte. Schauen wir uns die frühesten Fotos aus den ehemaligen Kolonien an, insbesondere Indien, dann sehen wir eine Welt, die in Trümmern liegt und Menschen, die nicht zu den Strukturen passen, in denen sie leben. Diese Fotos ähneln den Landschaftsbildern Europas aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Ignorieren wir für einen Moment die offizielle Zeitachse, dann können wir den Gedanken zulassen, dass unsere Welt vor nicht allzu langer Zeit in Trümmern gelegt wurde und dass dieses Ereignis es parasitären Kräften ermöglicht hat, eine neue Weltordnung zu errichten. Diese neue Weltordnung befindet sich noch immer im Werden und hat zum Ziel die völlige Entwurzelung des Menschen von seinem Wesen und seiner Geschichte. In das 19. Jahrhundert fällt die Eroberung des letzten Teils des Tatarischen Reiches durch das russische Imperium. Das in Anführungszeichen unabhängige bzw. freie Tartarien, wie es auf den alten Karten genannt wurde, lag bis ca. 1870 direkt östlich des Kaspischen Meeres, im Gebiet des heutigen Usbekistan mit Städten wie Samarkand und Buchara. In der offiziellen Geschichte Usbekistans wird Tartarien allerdings nicht erwähnt. Anatoly Fomenko schreibt zu diesem Thema: Das Schicksal des unabhängigen Tartariens ist bekannt. Es wurde von den Romanows in der Mitte des 19. Jahrhunderts erobert. Samarkand, die Hauptstadt des unabhängigen Tartariens, wurde 1868 von der Armee der Romanows eingenommen. Wenige Jahrzehnte später zerstörten die Sowjets im Auftrag der Kabale große Teile der zentralasiatischen Überbleibsel der alten Welt im Namen des Kommunismus. Der erste anglo-afghanische Krieg, die Besiedlung Neuseelands und Australiens sowie der Goldrausch im amerikanischen Westen fallen auch in diese Zeit. Folgen der Industrialisierung. 1839 wurde John D. Rockefeller Senior in den Vereinigten Staaten geboren, der 1870 die Standard Oil Company gründete. Die Weltausstellungen fallen zusammen mit dem Machtkampf um die Deutungshoheit in der Physik und der Monopolisierung der Energieproduktion, mit dem Untergang der Titanic und der Gründung der Federal Reserve Bank. Damals entledigte sich die Kabale jener Industrieller, die sich gegen den Plan der Errichtung einer neuen Weltordnung richteten. Die 3 prominentesten Gegner der Errichtung der Federal Reserve Bank, Benjamin Guggenheim, Isidor Strauss und John Jacob Astor, starben alle 3 mit dem Untergang der Titanic. Die Titanic gehörte J.P. Morgan, einem der Strippenzieher hinter der FED-Gründung, der sich spontan dagegen entschied, bei der Jungfernfahrt anwesend zu sein. 1910 fanden auf Jekyll Island die ersten Planungen zur Gründung der FED statt,
Im April 1912 sank die Titanic, in Wahrheit sank ihr Schwesterschiff, die Olympic, und nur knapp zwei Jahre später, am 23.12.1913, wurde mit der Verabschiedung des Federal Reserve Act die Fed gegründet und damit der Grundstein gelegt für die willkürliche Kontrolle der Weltwirtschaft durch die geheime Elite, die bereits damals die meisten Nationen unterwandert hatte. Woodrow Wilson unterzeichnete das Gesetz und erlaubte der Fed damit, Federal Reserve Notes, US-Dollar, auszugeben. Ein paar Monate später begann mit dem Ersten Weltkrieg der zivilisatorische Abstieg in Mitteleuropa. Völker wurden gegeneinander aufgehetzt. 1866 führte Otto von Bismarck Preußen in den Deutschen Bruderkrieg gegen Österreich. Er nahm Österreich nach dem Ende des Bruderkrieges nicht in den neu gegründeten Norddeutschen Bund mit auf und annektierte Elsass-Lothringen. Er schuf so, ohne dass es ihm vermutlich bewusst war, die strukturellen Voraussetzungen für den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das Attentat auf Bismarck und seine Entlassung durch Wilhelm II. Deuten jedoch darauf hin, dass er den Geheimbünden ein Dorn im Auge war. Auch seine antikatholische Politik des Kulturkampfes könnte dazu beigetragen haben. Der Krieg gegen die Deutschen zieht sich über die Propaganda Roms gegen das vermeintlich primitive Germanien, über die Reformationskriege, den Kulturkampf Bismarcks gegen Vatikan und Geheimbünde wie die Freimaurer bis hin zu den zwei Weltkriegen und der gesteuerten Migration. Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges wurde Deutschland das geistige Rückgrat gebrochen. Wie sagte Heinrich Heine, die Knechtschaft ist im Deutschen selbst, in seiner Seele. Schlimmer als die materielle Sklaverei ist die spiritualisierte. Man muss die Deutschen von innen befreien. Von außen hilft nichts. Albert Einstein veröffentlichte 1905 und 1916 seine beiden Relativitätstheorien. Mit der allgemeinen Relativitätstheorie wurde der Äther in der Physik endgültig abgeschafft. Die allgemeine Relativitätstheorie wurde in erster Linie benötigt, um die Eigenschaften des Raums ohne Rückgriff auf ein objektiv existierendes Ätherfeld zu erklären. Selbst Einstein war diese Aktion im Nachhinein so unangenehm, vermutlich wurde ihm irgendwann klar, was seine Auftraggeber bezweckt hatten, dass er später noch versuchte klarzustellen, dass seine Theorien ohne den Äther gar nicht funktionieren. Aber da war der Schaden schon angerichtet und er hatte seine Rolle erfüllt, das alte Wissen um die ganzheitliche Physik des Äthers aus der Wissenschaft zu eliminieren. Ganzheitlich denkende Wissenschaftler wie Nikola Tesla hatten in der neuen Welt keinen Platz und wurden ausgehungert, aber erst nachdem man sich ihrer Fähigkeiten bedient hatte. Parents, beware! Your children, homeward bound from school, are being introduced to a new danger in the form of a drug cigarette, marijuana. It is convinced that he is hopelessly and incurably insane, a condition caused by the drug marijuana to which he was addicted. Die Monopolisierung der Produktion beinhaltete auch die Dämonisierung des Hanfes. Andrew Mellon, Randolph Hearst und die DuPont-Familie waren federführend bei der Durchsetzung des Marijuana Tax Act von 1937, welcher in den USA die Steuern auf Hanf erhöhte, um die Hanfindustrie ausbluten zu lassen und die Ölindustrie zu unterstützen.
Der Bankier Andrew Mellon setzte Harry Anslinger als Vorsitzenden des neu gegründeten Federal Bureau of Narcotics ein. Grundsätzlich ging es darum, die Voraussetzungen zu schaffen, die Menschheit langfristig vom System abhängig zu machen und jegliche Möglichkeit der Selbstbestimmtheit auszumerzen. Das 19. Jahrhundert war auch das Jahrhundert des Aufbaus von Massenindoktrinationsanstalten, genannt Schulen, in denen staatlich verordnete Propaganda gelehrt wurde, um junge Menschen zu willigen Befehlsempfängern zu erziehen. Die Ausdehnung der Schulpflicht und die Gleichschaltung der Lehrerschaft nahm dann im 20. Jahrhundert nochmal an Fahrt auf. Wenn der Vatikan nicht schon durch die konsequente Hexenverfolgung und Inquisition sowie die Bücherverbrennung und Zerstörung von Kultur ausreichend Erfolg hatte, dann war seine Mission spätestens mit der flächendeckenden Einführung religiöser Propaganda, der sich kein Kind mehr entziehen konnte, von Erfolg gekrönt. So schrieb Karl-Heinz Deschner mit seinem Buch »Mit Gott und den Faschisten, der Vatikan im Bunde mit Mussolini, Franco, Hitler und Pavelic«, dass unter Mussolini die Bücher der italienischen Elementarschulen zu einem Drittel aus Katechismusstücken und Gebeten und zu zwei Dritteln aus Verherrlichungen des Faschismus und des Krieges bestanden. Gekrönt wurde das Ganze nur noch von neuerlichen Verboten antikirchlicher Kritik und medialer Berichterstattung. Damit wurde eines der Grundprinzipien der alten Welt, nämlich jede Gemeinschaft oder Familie lebt autonom und ist für die eigenen Kinder selbst verantwortlich, außer Kraft gesetzt. Das konsequente Auseinanderreißen dieser Gemeinschaften und die frühzeitige zentralisierte Indoktrination waren von zentraler Bedeutung. Mit dem Flexner-Bericht von 1910 zerstörten die Räuberbarone Rockefeller und Carnegie dann die ganzheitliche Medizin in den USA und legten die Grundlagen für den Aufbau des lebensfeindlichen Medizinkartells, unter dem wir heute leben. Elektrotherapie, Phytotherapie und Osteopathie wurden zum Beispiel aus dem offiziellen Kanon verbannt und der Lehrplan vereinheitlicht, sodass sich die pharmakontrollierte Schulmedizin als einzige anerkannte Form der Medizin durchsetzen konnte. Die meisten freien Schulen mussten als Folge des Flexner-Berichts schließen. Der Flexner-Bericht war inspiriert von der Zerstörung alternativer Heilmethoden in Deutschland, wo die Politik des Flexner-Berichts schon im Jahr 1880 umgesetzt worden war. Zitat: Sein ganzes Leben lang war Flexner ein glühender Verfechter des deutschen pädagogischen Stils der medizinischen Ausbildung. Er war der festen Überzeugung, dass die Medizin eine wissenschaftliche Disziplin sei, die am besten durch das deutsche Modell als Prototyp in Amerika verwirklicht werden könne. Es handelte sich um ein System, in dem ärztliche Wissenschaftler in Universitätskliniken ausgebildet wurden. Die Wissenschaft als die belebende Kraft im Leben des Arztes war das übergreifende Thema, der Zeitgeist in Flexners Konzeption des idealen Arztes. Thomas P. Duffy, The Flexner Report, 100 Years Later. Zitat Ende. Jeder Bereich der modernen Wissenschaft wird heute von einem ideologisch-doktrinären Establishment beherrscht, in dem man sich gegenseitig Posten zuschanzt, das Revier nach außen absteckt und sicherstellt, dass echte Erkenntnisse unterdrückt werden. Aan tafel is onder andere Connie Braam. Die schreef dit schitterende boek, dat heet De Handelsreiziger. En dat gaat eigenlijk vooral over iets wat wij niet wisten, namelijk over de grootste cocaïnefabriek ter wereld. En die stond in Amsterdam aan de Weesp-trekvaart. Die Briten setzten Opium ein, um China zu übernehmen. In Europa war für die Betäubung der Bevölkerung die königliche holländische Kokainfabrik, Royal Dutch Cocaine Factory, verantwortlich und versorgte im Ersten Weltkrieg sämtliche am Krieg beteiligten Länder mit Kokain, hergestellt aus peruanischen Coca-Blättern. Ursprung dieser Fabrik war die Dutch East India Company, neben der British East India Company eine der mächtigsten Handels- und Machtapparate der Kolonialzeit. Durch die von der Regierung unterstützte und beschützte königliche holländische Kokainfabrik, die praktisch ein Monopol auf Kokain besaß, wurde der Erste Weltkrieg erst möglich gemacht. Denn nur durch die Entfremdung und Betäubung war es den Soldaten möglich, das Leid während des Krieges zu ertragen. Holland ging dank dem Verkauf von Kokain aus dem Ersten Weltkrieg als eines der reichsten Länder der Welt hervor. Unzählige traumatisierte Soldaten blieben nach dem Krieg süchtig nach Kokain und einige überfielen sogar Apotheken, um an die Droge zu gelangen.
Für die noch effektivere Betäubung der Soldaten im Zweiten Weltkrieg wurde 1942 die Produktion der Fabrik von Kokain zu Amphetamin verlagert. Michel Gibson geht davon aus, dass sämtliche Eisenbahnschienen nur ausgegraben wurden und dass auch die gesamte Infrastruktur, Lokomotiven, Waggons, Bahnhöfe, bereits vorhanden war. Sie spekuliert, dass es sich um ein elektrifiziertes Eisenbahnsystem handelte und nachdem das freie weltweite Energienetz abgeschaltet wurde, wurden die freien Energiequellen für den Massentransport durch Öl und Kohle ersetzt. Die neu geschaffene Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen war eine der Grundlagen für den sagenhaften Reichtum der industriellen Familien. Über das Straßennetz in Manaus, Brasilien, schreibt sie: Das historische Narrativ besagt, dass die Kautschukproduktion Manaus in den späten 1800er Jahren Manaus zur reichsten Stadt Südamerikas machte. Und es wird gesagt, dass wohlhabende europäische Familien sich in Manaus niederließen und ihre europäische Kunst, Architektur und Kultur mitbrachten. Manaus war damals eine Stadt mit elektrischen Straßenbahnen und Straßenlaternen. Moment mal. Elektrische Straßenbahnen und Straßenlaternen? Mitten im Amazonas-Regenwald? Eine Straßenverbindung nach Manaus gab es erst 1973 mit der Fertigstellung der BR-319, die Manaus mit Porto Velho, Brasilien, verbindet. Sie ist 540 Meilen oder 870 Kilometer lang, führte durch den Regenwald und ist bei Regen unpassierbar. Sie ist als Brasiliens schlechteste Straße bekannt. In Manaus existiert dieses historische Straßenbahnsystem mittlerweile nicht mehr. Die Infrastruktur wurde komplett abgerissen. Die Geschichte, die uns gelehrt wurde, liefert keine adäquate Erklärung für das, was hier wirklich vor sich ging. Hier ist ein Foto des unentwickelten Amazonas-Regenwaldes in der Nähe von Manaus. Wie sollen Sie das alles im 19. Jahrhundert unter diesen Bedingungen gebaut haben? Michel Gibson. Ist es nicht ein bisschen merkwürdig, dass direkt nach dem Untergang der Titanic und dem Absturz der Hindenburg die Art der Fortbewegung weltweit vereinheitlicht wurde, damit fast ausschließlich Erdöl benutzt wird? Und dies hat sich in den letzten 100 Jahren nicht verändert. Warum wurde der Öffentlichkeit nie ein einziges Foto gezeigt, das den Beginn des Brandes der Hindenburg zeigte, obwohl 22 professionelle Fotografen bei der Veranstaltung anwesend waren? Warum wurde die Theorie des statischen Funkens als Ursache für den Untergang der Hindenburg gewählt, obwohl es keine Beweise für diese Theorie gab? Warum hörten alle Nationen nach dem Brand der Hindenburg auf, Luftschiffe zu bauen? Zwischen 1907 und 1909 umfuhren 16 imposante amerikanische Kriegsschiffe mit weiteren Begleitschiffen, die sogenannte Große Weiße Flotte, die Welt und statteten vielen Ländern einen Besuch ab, wie es heißt. Offiziell ging es darum, der Welt die Macht Amerikas zu demonstrieren und für Kooperation zu werben. Vielleicht handelte es sich aber auch einfach um eine Inspektion des neu abgesteckten Besitzes rund um die Welt und eine Bestandsaufnahme, welche Königreiche sich der neuen Ordnung noch nicht ergeben hatten. Das Fundament der Welt, in der wir heute leben, wurde damals während der Zeit der Weltausstellungen gelegt. Das technologische Wissen der alten Welt wurde selektiert. Der eine Teil des Wissens wurde geheim gehalten, der andere Teil wurde der Öffentlichkeit vorgestellt. Eines der wichtigsten Kriterien bei diesem Entscheidungsprozess dürfte gewesen sein, ob eine Technologie von einer zentralen Instanz kontrolliert werden kann. Jede Form von freier, kostenloser Energie war zum Beispiel sehr gefährlich für die Kräfte, welche die Räuberbarone des Industriezeitalters aus dem Schatten heraus kontrollierten. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Industriellen ihren Reichtum nicht selbst erarbeitet hatten. Sie wurden in elitäre Familien geboren und dazu ausgewählt, eine Rolle zu spielen. Diese Familien und Strukturen existieren auch heute noch.
sei es Elon Musk, Bill Gates oder Steve Jobs, keiner von ihnen ist aus eigener Kraft an Macht und Geld gelangt. Aber, um mit Tolkien zu enden, es ist nichts verloren. In unserer Welt, Mittelerde, ist der Abstieg in die vom Bösen dominierte Dunkelheit ein Teil des Entwicklungsprozesses der Menschheit. Das Alte, das stark ist, verwelkt nicht. Tiefe Wurzeln werden vom Frost nicht erreicht. Aus Asche wird Feuer geschlagen. Aus Schatten geht Licht hervor. Heil wird geborstenes Schwert. Und König, der die Krone verlor. Tolkien. I came into this world in the rough and ready year of 1923. It was a barbarous time. It was a bleak time, and it was an uncivilized time. My memories stretch back almost 100 years, and if I close my eyes, I can smell the poverty that oozes from the dusky tenement streets of my boyhood. I can taste on my lips the bread and drippings that I was served for my tea. I can remember extreme hunger and my parents' undying love for me. Wissen wir wirklich über unsere Vergangenheit? Wer profitiert davon, die Menschheit klein zu halten? Gab
gab es noch vor weniger als 500 Jahren eine technisch hochentwickelte, weltweit vereinte Zivilisation auf unserem Planeten? Wieso explodierte das Wissen der Menschheit im 19. Jahrhundert, nur um seitdem zu stagnieren? Welche Rolle spielen die Weltausstellungen bei der Einführung vergessener Technologie? Wie lange schlafen Sie durchschnittlich? 8 Stunden. Das sind 441 Millionen. 504.000. Warum fuhren die Weltausstellungen große Verluste ein, obwohl sie angeblich von knallharten industriellen Räuberbaronen aufgebaut wurden? Nichts ist, wie es scheint. Es wird Zeit, dass wir uns wieder erinnern. Einführung. Um den spirituellen Hintergrund zu verstehen, der für jede nicht-modernistische Zivilisation typisch ist, ist es notwendig zu erkennen, dass der Gegensatz zwischen historischen Zeiten und mythologischen Zeiten der qualitative und substanzielle Gegensatz zwischen Zeiten ist, die nicht von derselben Art sind. Wenn der moderne Mensch bis vor kurzer Zeit den Sinn der ihm bekannten Geschichte als Evolution, als Höherentwicklung aufgefasst und gepriesen hatte, so war die vom traditionalen Menschen gekannte Wahrheit genau entgegengesetzt. In allen alten Zeugnissen der traditionalen Menschheit kann man immer wieder in der einen oder anderen Form den Gedanken eines Rückschritts, eines Falles finden. Von ursprünglich höheren Stadien seien die Wesen zu immer mehr vom menschlichen, sterblichen und zufälligen elementbedingten Stadien abgestiegen. Zu behaupten, wie man traditional behaupten muss, dass am Anfang nicht ein tierhafter Höhlenmensch existiert hat, sondern ein mehr als Mensch und dass schon die älteste Vorgeschichte nicht nur eine Kultur, sondern sogar eine Ära der Götter kennt, bedeutet für viele, die in der einen oder anderen Weise an das Evangelium des Darwinismus glauben, reinste Mythologie. In Teil 2 unserer Doku-Reihe »Die Zerstörung der alten Welt« haben wir dargelegt, wie sich infolge eines weltweiten Kataklysmus im 18. oder frühen 19. Jahrhundert die gesellschaftlichen Verhältnisse abrupt veränderten. Dieses Ereignis wird auch als Reset oder Neustart bezeichnet. Die industrielle Revolution war eine der offensichtlichsten Folgen dieses Resets. Nach dem Untergang der alten Welt entstand ein Machtvakuum, das von einer kleinen Machtelite ausgenutzt wurde, um mittels Imperialismus und der Gründung von modernen Nationalstaaten die alten Königreiche zu entmachten und die Welt unter sich aufzuteilen. Im Zuge der Industrialisierung standen die verborgen agierenden, herrschenden Kräfte vor der Herausforderung, die Massen von ihren Plänen zu überzeugen. Dazu wurden unter anderem die Weltausstellungen ins Leben gerufen. Diese Ausstellungen dienten aller Wahrscheinlichkeit nach dazu, bestimmte Technologien unter die Menschen zu bringen und in die Gesellschaft einzuführen, oder besser gesagt wieder einzuführen. Die erste bedeutende Weltausstellung fand, ganz im Sinne der Rolle, die die britische Krone damals spielte, im Jahr 1851 in London statt. Dieses Jahr muss demnach auch als symbolisches Jahr für den Höhepunkt der industriellen Revolution betrachtet werden. Angeblich besuchten 6 Millionen Menschen, immerhin ein Drittel der britischen Bevölkerung, die Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations. Doch der durch diese Ausstellungen gezielte Wissens- und Technologietransfer begann vermutlich schon in den 1840ern. Zumindest galt die im Jahr 1844 in Paris durchgeführte französische Industrieausstellung als Vorläufer der großen Londoner Weltausstellung von 1851. In Deutschland hießen die Weltausstellungen meist Gewerbe- und Industrieausstellung, wobei Deutschland eher eine untergeordnete Rolle bei dieser Aktion spielte. Grundsätzlich lässt sich anmerken, dass dies ebenfalls auf die Rolle Deutschlands als Kolonialmacht zutrifft. Auch hier wurden die Deutschen in den Hintergrund gedrängt.
genau genommen richtet sich die europäische Politik seit deutlich mehr als 100 Jahren eindeutig gegen Deutschland und die deutsche Bevölkerung. Die Gründe hierfür bleiben spekulativ. Westeuropa, Australien, Neuseeland und das von der britischen Krone kontrollierte Amerika, dessen Unabhängigkeit nur auf dem Papier existiert, müssen als wichtigste Schauplätze für die Industrialisierung betrachtet werden. In diesen schon damals von der Kabale kontrollierten Ländern fanden auch so gut wie alle Weltausstellungen statt. Der Begriff Kabale beschreibt die aus dem Verborgenen heraus über bekannte und nicht bekannte Geheimgesellschaften operierende hierarchische, monolithische Organisation, die ihre Wurzeln in den antiken, okkulten Mysterienkulten hat und sich insbesondere nach dem letzten Reset wie ein Spinnennetz über die Erde ausbreiten konnte. John F. Kennedy hatte kurz vor seinem Tod von diesem monolithischen Machtapparat gesprochen. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. Worauf hat Kennedy hier Bezug genommen? Nur auf die Gefahr des Kommunismus, wie gerne behauptet wird? Oder bezog er sich in Wahrheit auf jene Gruppe, die UFO-Forscher Richard Dolan als Breakaway Civilization, also abtrünnige Zivilisation, bezeichnet hat? Auch wenn Kennedy eventuell Teil genau des Machtapparates war, von dem er hier sprach, ist seine Rede sehr treffend. Letztlich kontrolliert die Elite über die Dialektik immer alle Seiten. Für sie ist die Öffentlichkeit nur eine Bühne. Genau wie im Zuge der Französischen Revolution die alte Machtelite abdanken musste und durch eine neue ersetzt wurde, gibt es auch in unserer Zeit nach außen hin des Öfteren vermeintliche Machtkämpfe, die jedoch keineswegs zufällig oder ungeplant ablaufen. Diese Strategie wird auf allen Ebenen eingesetzt, wurde aber vor allem auf der politischen Ebene der Öffentlichkeit bekannt unter dem Namen COINTELPRO. Dieser Begriff bezeichnet die Unterwanderung politischer Gruppierungen durch das FBI während der Anfangszeit des Kalten Krieges. Mittlerweile wird meist der Begriff kontrollierte Opposition benutzt, um zu beschreiben, dass Widerstandsbewegungen bewusst aufgebaut und gesteuert werden, um die Energie der Massen zu neutralisieren und in für die Elite akzeptable Bahnen zu lenken. Der Prozess der Dialektik, also die Lehre von Gegensätzen und ihrer Auflösung, ist ein fundamentaler Aspekt der Massenpsychologie. Üblicherweise spalten sich die Massen bei emotional bedeutsamen Themen in zwei entgegengesetzte Pole, dadurch entsteht ein Spannungsfeld. Und um Menschen zu steuern, ist es notwendig, beide Pole dieses Feldes zu kontrollieren, nicht nur eine Seite. Durch die Kontrolle beider Pole, These und Antithese, kann die gewünschte Synthese, das Ergebnis, gesteuert werden. Das Kennedy-Attentat war eine Art alchemistischer Prozess, wie die amerikanischen Autoren James Shelby Downard und Michael Hoffman in ihrem Werk King Kill 33 beschreiben. Der Königsmord sei ein uraltes magisches Ritual, welches der gesellschaftlichen Erneuerung dient. Der rituelle Königsmord ist in der Forschung gut untersucht, siehe René Girard, James Frazer, und findet sich in allen Epochen und Gesellschaften wieder. Weltweit medial inszenierte Ereignisse sind nach Downard und Hoffmann weitgehend durchgeplant und ihr Zweck besteht einzig und allein darin, die Menschheit zu transformieren. Im alchemistischen Sinne geht es um Auflösung und Neuordnung. Solve et coagula. Dazu ist solch ein medial inszeniertes Psychodrama essentiell, um die Massen zu erreichen. Neben John F. Kennedy sehen wir diese inszenierten Dramen ebenfalls beim Tod von Prinzessin Diana und Michael Jackson.
Auch aktuell können wir diesen Prozess wieder beobachten. Wer aufmerksam ist, erkennt bei den gegenwärtigen politischen Entwicklungen alle Anzeichen für eine durch Schock inszenierte künstliche Transformation der Gesellschaft. Die Entwurzelung aus der Vergangenheit steht dabei an oberster Stelle und ist unabdingbar für alle weiteren Entwicklungen. Manly P. Hall, Freimaurer und eingeweihter Okkultist, schreibt in seinem Buch The Adepts in the Western Esoteric Tradition: Die alchemistische Tradition enthält alle Elemente eines Weltprogramms der Erleuchtung und Reform. Es bedarf nur einer oberflächlichen Bekanntschaft mit der Philosophie und Literatur der Alchemie, um die Größe dieses verborgenen Projekts zu erahnen. Wäre es nur eine Wissenschaft zur Umwandlung von Metallen gewesen, hätten die Meister der Kunst nicht die Notwendigkeit gehabt, das Christentum zu verlassen und Zuflucht im Islam zu suchen. Und ein weiteres Zitat daraus: Das alchemistische Laboratorium wurde zum Heiligtum der spirituellen Wissenschaften und nahm den Platz der zerstörten Heiligtümer der alten Mysterien ein. Um auf den Begriff der Breakaway Civilization zurückzukommen, dieser wurde von Richard Dolan im Rahmen seiner Bücher UFOs and the National Security State geprägt. Er kam zu der Erkenntnis, dass eine elitäre Gruppe mit Zugang zu Hochtechnologie und geheimem Wissen einen eigenen Entwicklungsweg unabhängig vom Rest der Menschheit beschritten hat. Dadurch konnte sich eine parallele Zivilisation auf der Erde etablieren, von der wir heute nichts wissen. Laut Dolan leben sie vermutlich in riesigen, miteinander vernetzten Untergrundbasen. Finanziert werden sie durch Schattenhaushalte der Regierung, deren sichtbarer Teil als sogenannter tiefer Staat bezeichnet wird, doch gehen ihre Strukturen noch viel tiefer. Sie haben ihre eigene Sicht auf den Kosmos und unseren Platz in der Welt, auf unsere Geschichte und unsere Herkunft. Ihr Wissen halten sie geheim und ein Großteil ihrer Arbeit besteht darin, die Öffentlichkeit in Unkenntnis zu halten. Um Richard Dolan zu zitieren: Es gibt in unserer Welt eine geheime Gruppe von Menschen, die über eine fortgeschrittene Technologie verfügt. Technologie, welche der normalen Welt weit überlegen ist. Diese Gruppe hat die Fähigkeit, Bereiche unserer Welt und Umgebung zu erforschen, die dem Rest von uns derzeit nicht zugänglich sind. Sie besitzen eine riesige, teilweise unterirdische Infrastruktur, die ihnen ein hohes Maß an Geheimhaltung und Unabhängigkeit in ihrem Handeln ermöglicht. Ich denke nicht, dass dies eine abstruse Vorstellung ist. Und ich denke, dass sich diese abtrünnige Zivilisation während des Zweiten Weltkrieges vom Rest der Menschheit abgetrennt hat. Aber könnte dies auch schon vorher, im 19. Jahrhundert, geschehen sein? Ich denke, das wäre durchaus möglich. Ich habe privat viele Male spekuliert, dass es eine geheime abtrünnige Gruppe von Menschen gegeben hat, die bis in die Antike zurückgeht. Wenn man sich einige der wirklich rätselhaften Mysterien unserer antiken Welt anschaut, sei es die große Pyramide von Gizeh oder Machu Picchu, gibt es Elemente dieser und anderer architektonischer Stätten, die zurückgelassen wurden, die zumindest für mich im Kontext der menschlichen Gesellschaft, wie sie damals existiert haben soll, nicht viel Sinn ergeben. Die große Pyramide macht für mich keinen Sinn im Hinblick auf die altägyptische Kultur vor 2500 Jahren. Ich frage mich, ob das Gebäude von Menschen geschaffen worden war und von welcher menschlichen Zivilisation wir hier reden. Könnte es sein, dass diese von unserer offiziellen geschichtlichen Entwicklungslinie abgespaltene Zivilisation hinter vielen Ereignissen des 20. Jahrhunderts steckt? Und was ist mit den Weltausstellungen? Wurde ein Großteil dieser dafür verwendeten Gebäude tatsächlich neu gebaut, wie es von der offiziellen Geschichtsschreibung behauptet wird? Es spricht vieles dafür, dass die Räuberbarone des Industriezeitalters nicht nur einstmals weit verbreitetes technologisches Wissen vor uns verborgen haben, sondern dass sie sich auch die imposanten architektonischen Meisterwerke unter den Nagel rissen, in denen dieses Wissen ausgestellt wurde. Einige der Gebäude der Weltausstellungen stehen heute noch und sie bestehen offensichtlich nicht aus Gips oder ähnlich empfindlichen Materialien, mit denen sie angeblich erbaut worden sind. Sind sie also nachträglich in massiver Qualität wieder aufgebaut worden? Und ist es überhaupt möglich, dass die prunkvollen, aufwendig gestalteten Expo-Areale mit den damaligen technologischen Möglichkeiten innerhalb nur weniger Monate erbaut wurden, nur um ein paar Monate später, nach Ende der Ausstellungen, wieder zerstört zu werden?
Oder ist es nicht viel plausibler, dass nach einer großen Katastrophe die weltweiten Überreste der vorangegangenen Hochkultur nicht nur systematisch zerstört, sondern auch in ein uns übergestülptes Geschichtsbild hineingepresst wurden? Einige Informationen deuten darauf hin, dass auch nach dem weltweiten einschneidenden Ereignis, das wir als Reset oder Schlammflut bezeichnen, immer noch unzählige, vollständige und schöne Städte übrig blieben, die von einer neuen Machtelite erobert und dann unter anderem als Expos umfunktioniert und anschließend größtenteils vernichtet worden sind. Gerade in Amerika, der sogenannten Neuen Welt, wären die vielen griechisch-römisch anmutenden Städte nur schwer zu erklären gewesen, denn im Gegensatz zu Europa gab es in den USA ja gar keine griechisch-römische Geschichte. Je tiefer man forscht, desto schwieriger wird es, plausible Erklärungen für den Bau und die Zerstörung dieser außergewöhnlichen und riesigen Ausstellungsareale zu finden. Die offizielle Version über die Bauwerke der Expos lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Die Menschen des 19. Jahrhunderts liebten aus nicht näher bekannten Gründen die griechisch-römische Architektur und deshalb war es den Architekten, die zwischen 1850 und ungefähr 1914 die Weltausstellungen organisierten, extrem wichtig, klassizistisch zu bauen. Anmerkung: Mit dem Ersten Weltkrieg endeten die architektonischen Ambitionen in Europa urplötzlich und auch viele Ausstellungen fanden nicht wie geplant statt. Erst im Zuge des Faschismus erfolgte ein Rückgriff auf antike Designprinzipien, doch wurden diese häufig eher oberflächlich umgesetzt und kamen vor allem bei einigen wenigen repräsentativen Prachtbauten zur Anwendung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die klassische Architektur hingegen bewusst mit neuen Strömungen, zum Beispiel Bauhaus, ersetzt. Offiziell, um sich vom Faschismus zu distanzieren. In Wahrheit ging es aber vermutlich eher darum, mittels seelenloser, brutalistischer Architektur die Verbindung zur alten Welt zu kappen. Für die Weltausstellungen zwischen 1851 und 1914 wurden keinerlei Mühen gescheut und enorm viel Arbeit in die Schaffung komplexer Statuen, Ornamente, Säulen, Parks und Gebäude gesteckt. Auch die weltweit größten Orgeln wurden extra für die Weltausstellungen angefertigt. Ökonomische Gesichtspunkte spielten keine Rolle, Geld schien ja da zu sein, um ausgegeben zu werden. Auch wenn die meisten Gebäude angeblich nur aus Gips und Leinen oder Hanffasern gebaut waren, da sie ja nur für die Dauer der Expo halten sollten, war die Detailverliebtheit so enorm, dass es rein visuell anscheinend keine Unterschiede zwischen den Expo-Bauten und den klassischen Prachtbauten des Altertums gab. Der Zweck der Weltausstellungen lag darin, die angeblich während der industriellen Revolution komplett neu entdeckten Technologien den Massen schmackhaft zu machen, Abhängigkeiten und Absatzmärkte zu schaffen. Am Ende wurden die meisten Gebäude wieder abgerissen und es blieben häufig nur Wiesen oder leere Parks zurück. Finanzierung. Etliche Expos machten enorme Verluste. Dies ist insofern erstaunlich, als dass die Startimpulse für die Ausstellungen angeblich von den Industriellen selbst kamen. Die Investitionsdefizite könnten darauf hindeuten, dass bei den Expos eine geheime Agenda verfolgt wurde, die nicht gewinnorientiert war. Berlin, Deutschland, 1896. Die Gewerbeausstellung schloss bei einem Investitionsvolumen von 10 Millionen Reichsmark mit einem Defizit von 2 Millionen Reichsmark, auf dem die Berliner Wirtschaft sitzen blieb. Anders als die begleitende Kolonialausstellung, die großzügige staatliche Unterstützung vom Auswärtigen Amt genoss, musste die Gewerbeausstellung ohne finanzielle Zuwendungen auskommen. Lübeck, Deutschland, 1895. Obwohl insgesamt 750.000 Besucher kamen, schloss die Deutsch-Nordische Handels- und Industrieausstellung mit einem finanziellen Defizit ab. Die Ausstellungsbauten wurden nach Ende der Veranstaltung vollständig beseitigt und auf dem Mali-Gelände wurde ein Wohngebiet geschaffen, das Bestandteil der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts städtebaulich entwickelten Lübecker Vorstadt St. Gertrud wurde.
Nürnberg, Deutschland, 1906. Trotz der 2,5 Millionen Besucher wird die Bayerische Jubiläumslandesausstellung von 1906 für Nürnberg ein finanzieller Verlust. St. Louis, USA, 1904. Schlussendlich machte die Expo einen Verlust von 8,5 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem heutigen Gegenwert von mehr als 250 Millionen US-Dollar. Philadelphia, USA, 1926. Die Ausstellung zog wesentlich weniger Besucher an als die ursprünglich geplanten 10 Millionen. Am Ende konnte sie ihre Verbindlichkeiten nicht bedienen und ging 1927 in Insolvenz. Schauen wir uns nun einige dieser Weltausstellungen etwas genauer an. Panama Pacific Expo, USA, 1915. Als 1915 die Panama Pacific International Exposition eröffnet wurde, befanden sich die europäischen Nationen mit dem Ersten Weltkrieg bereits in einem Aufruhr größten Ausmaßes. Der Sturz der Monarchien nahm seinen Anfang, der europäische Kontinent wurde umgestaltet und alle Bereiche von Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur einem grundlegenden Wandel unterzogen. Die Stadt San Francisco selbst erholte sich gerade erst von den schrecklichen Erdbeben und Bränden, die 1906 wüteten, und inmitten dieser hektischen Zeit öffnete eine für heutige Maßstäbe unvorstellbar große Ausstellung ihre Tore und feierte damit gleichzeitig die Fertigstellung des Panama-Kanals vom August 1914. Das Messegelände erstreckte sich über 600 Hektar und 2,5 Meilen am Wasser entlang, empfing zwischen dem 20.02. und dem 4.12.1915 fast 20 Millionen Besucher und war damit eine der erfolgreichsten Ausstellungen der damaligen Zeit. Wegen der Größe und dem weitläufigen Gelände war es Gästen, selbst nach mehrmaligen Besuchen, praktisch unmöglich, die komplette Messe in Augenschein zu nehmen. Die meisten Gebäude, so heißt es, wurden aus Holz, Gips und Leinenfasern hergestellt, um die Kosten möglichst niedrig zu halten und sie nach Beendigung der Weltausstellung schnell wieder abreißen zu können. Wenn wir uns allerdings einige Fotos dieser nagelneuen Bauwerke genauer ansehen, so kommen schnell Zweifel über die offizielle Geschichte auf. Viele Gebäude weisen beispielsweise kurz nach Fertigstellung bereits Alterserscheinungen auf und scheinen stark verschmutzt zu sein. So zum Beispiel der Brunnen der Erde. Hätten diese Gebäude, wenn die offizielle Entstehungsgeschichte nur halbwegs stimmig ist, nicht eigentlich brandneu aussehen müssen? Stattdessen blicken wir von Beginn an auf uralte Monumente, die auch aus dem sagenumwobenen Atlantis oder dem alten Rom stammen könnten. Andererseits wird der Architekt des Palast der schönen Künste, Palace of Fine Arts, Bernard R. Maybeck, mit den Worten zitiert, dass jede große Stadt Ruinen braucht. Deshalb sollte der Palast nach Beendigung der Expo verfallen, dessen Strukturen teilweise nur für die Dauer der Ausstellung gedacht waren. Es heißt, dass er sich bereits beim Bau an römischen, überwucherten Ruinen orientierte, ganz der Stimmung eines Piranesi-Stichs entsprechend, der im 18. Jahrhundert für seine Ruinenmalerei bekannt wurde. Doch hält sich der Palast auf diesem Foto von 1919, ganze 4 Jahre nach Beendigung der Expo, nicht noch erstaunlich gut? Wo sind die witterungsbedingten Verfallserscheinungen? Und es gibt weitere Widersprüche. Angeblich wurden sämtliche Bauwerke nur billig und schnell aus Gips hochgezogen, doch das Bill Graham Civic Auditorium steht heute noch. Es wurde, im Gegensatz zum Palast der schönen Künste, nie grundlegend renoviert oder neu aufgebaut, bestand also demnach schon immer aus massivem Stein. Widmen wir uns nun noch einmal dem Palast der schönen Künste und lassen einige Zeitzeugen zu Wort kommen.
Professor Van Noppen von der Columbia University merkte an, dass, Zitat, der Palast der schönen Künste so erhaben, so majestätisch und das Produkt einer solchen Vorstellungskraft ist, dass er das Zeitalter des Perikles geziert hätte. Auch Thomas Edison war voller Begeisterung. Zitat, der Architekt dieses Gebäudes ist ein Genie. Es gibt nirgendwo auf der Welt etwas Vergleichbares. Sind das Äußerungen, die man über ein soeben errichtetes zeitgenössisches Gebäude aus Gips und Leinen erwarten würde? Und Louis Christian Mulgart, selbst einer der Architekten der Ausstellung, sagte dem Commonwealth Club, Zitat, wenn die Gebäude der Exposition abgerissen werden, dann haben wir eine der größten architektonischen Einheiten zerstört, die jemals in der Weltgeschichte geschaffen wurde. Es fällt schwer zu glauben, dass hier lediglich von temporären Neubauten die Rede war. Gegen Ende seines Lebens landete der angeblich so beliebte Mulgart übrigens verarmt im Irrenhaus von Stockton, Kalifornien. Kann es sein, dass er niemals wirklich mit der Lüge leben konnte, die Erschaffung verschiedener architektonischer Meisterwerke für sich beansprucht zu haben? Eine wohlhabende Bürgerin San Franciscos, Phoebe Apperson Hearst, die Ehefrau des Industriellen George Hearst, gründete noch während der Expo die Palace Preservation League, sinngemäß Palastbewahrungsliga, und nur dank dieser Bemühungen wurde der Palast nicht abgerissen. Ihr Sohn, der Verleger des San Francisco Examiner, William Randolph Hearst, trug mit zum Erfolg der Kampagne bei. Doch offiziell heißt es: Obwohl der Palast vor dem Abriss gerettet wurde, war seine Struktur nicht stabil. Ursprünglich nur für die Dauer der Ausstellung gedacht, wurden die Kolonnade und die Rotunde nicht aus dauerhaften Materialien gebaut und daher mit Holz umrahmt und dann mit Stäben, einer Mischung aus Gips und leinenartigen Fasern bedeckt. Infolge der Bauarbeiten und des Vandalismus war die simulierte Ruine in den 1950er Jahren tatsächlich eine bröckelnde Ruine. Wir sollen also glauben, dass die Palace Preservation League viel Aufwand betrieben hat, um eine Pappruine vor der Zerstörung zu bewahren. Wahrscheinlicher ist folgendes Szenario. Der Palast wurde nie neu gebaut, nur renoviert, denn es handelte sich um ein ganz normales, dauerhaftes Gebäude. Im offiziellen Narrativ wurde aus der Renovierung ab dem Jahr 1964 dann eventuell ein Neubau gemacht. Auf den Originalaufnahmen von der Zeit nach der Expo sind eindeutig Säulen aus Holz und Gips zu erkennen. Falls die Aufnahmen also nicht manipuliert worden sind, deutet alles darauf hin, dass der Palast der schönen Künste tatsächlich ein moderner und temporärer Neubau aus billigen Materialien war. Um jedoch an dieser Stelle einen besseren Eindruck von den verwendeten temporären Materialien zu bekommen, werfen wir einen Blick auf die Korrespondenz von Bernhard Maybeck, dem angeblichen Architekten des Palast der schönen Künste, mit einem australischen Architekten namens Walter Burley Griffin. Dabei merkte Maybeck an, dass, genau wie bei der Panama Pacific International Exposition, auch die neue australische Hauptstadt aus Holz und Stuck gebaut werden sollte, um die öffentliche Begeisterung für klassizistische Architektur zu wecken und dann, mittels öffentlicher Unterstützung, die Stadt mit dauerhaften Materialien fertigzustellen. Griffin teilte Maybeck allerdings frostig mit, dass, Zitat, Gips oder Stuck in Australien kaum als temporäre Hilfsmittel angesehen werden, da sie für kommerzielle und staatliche Gebäude verwendet werden, die bereits als dauerhaft gelten. Daran wird ersichtlich, wie abstrus die Argumentation ist, Gebäude als temporär einzustufen, nur weil sie mit Stuck verkleidet sind. Unzählige Häuser der deutschen Gründerzeit bestehen zu einem großen Teil aus Stuck, Gips und Holz und trotzdem stehen sie seit mehr als 100 Jahren ohne größere Verfallserscheinungen. Deshalb lässt sich zum Palast der schönen Künste zweierlei feststellen. Die historischen Aufzeichnungen legen zwar nahe, dass beim ursprünglichen Bau keine massiven Materialien wie Stein bzw. Zement zum Einsatz kamen, doch Materialien wie Holz oder Gips bedeuten mitnichten, dass Bauwerke nach kürzester Zeit wieder auseinanderfallen, was beim Palace of Fine Arts offensichtlich ebenso nicht der Fall war. Im Gegenteil musste dieser sogar einigem standhalten, weil er nicht nur für Kunstausstellungen benutzt, sondern auch während des Zweiten Weltkriegs vom Militär zur Lagerung von Lastwagen und Jeeps zweckentfremdet und später als Lager für andere Materialien und sogar als vorübergehendes Hauptquartier der Feuerwehr herhalten musste.
Ob es sich bei dem offiziellen Bau des Palace of Fine Arts für die Ausstellung 1915 in Wahrheit nur um eine grundlegende Ausbesserung bzw. Renovierung oder einen Neubau handelte, lässt sich nicht mit endgültiger Gewissheit sagen. Bei näherer Untersuchung fällt auf, der angebliche Neubau wurde mit dem in alten Zeiten als Glücksbringer verehrten Symbol der Swastika verziert. Im Zuge des Zweiten Weltkrieges wurde dieses Symbol in den USA jedoch weitgehend verbannt. Wieso ist es also auf diesem Neubau aus den 60er Jahren abgebildet? Der Palast scheint tatsächlich eines der populärsten Beispiele zu sein, wenn es darum geht, das offizielle Expo-Narrativ als Lüge zu entlarven. Dabei gibt es genügend andere, offensichtlichere Beispiele, von denen wir im weiteren Verlauf dieses Films auf die interessantesten eingehen werden. Grundsätzlich sieht es jedoch so aus, dass die Planung der Expo-Organisatoren vorsah, nach Beendigung der Ausstellungen alles restlos zu zerstören, was allerdings fast immer eine öffentliche Gegenreaktion zur Folge hatte, wodurch zumindest ein Teil dieser Strukturen erhalten blieb. So stehen beispielsweise von der Panama Pacific International Exposition heute noch der Palast der schönen Künste, allerdings nur als Kopie des Originalbaus, das Bill Graham Civic Auditorium und das japanische Teehaus. Doch was ist mit den vielen Fotos, die angeblich Bau und Abriss der Weltausstellungen zeigen? Unserer Einschätzung nach sind diese Aufnahmen nicht sehr aussagekräftig. Es wäre relativ einfach, lediglich den Abriss jener Gebäude zu dokumentieren, welche tatsächlich nur temporär erbaut wurden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass die Fotos, die angeblich den Bauprozess zeigen, in Wahrheit beim Abtragen der Gebäude oder während einer Renovierung aufgenommen wurden. Hier wären weitere akribische Forschungen vonnöten, um zu einem klareren Bild zu gelangen. Einige der öffentlichen Fotoarchive sind interessanterweise auch erst online gestellt worden, nachdem Webseiten wie stolenhistory.net auf Widersprüche im Narrativ aufmerksam gemacht hatten. Im Fall der St. Louis Public Library Digital Collections, zum Beispiel erst im Jahr 2019. Nordwestdeutsche Gewerbe- und Industrieausstellung Bremen, Deutschland 1890. Die Nordwestdeutsche Gewerbe- und Industrieausstellung im Bremer Bürgerpark 1890 gibt ebenfalls Rätsel auf. Bei diesem Weinhaus handelt es sich angeblich um ein Holzhaus, welches nur eine Attrappe eines echten alten hanseatischen Kaufmannshauses darstellen sollte. Glaubwürdig ist dies kaum. Vielmehr scheint das Weinhaus in eine Straße eingebettet zu sein, in der sich weitere authentische historische Häuser befinden. Und weshalb wurde dieses Gebäude eigentlich unmittelbar nach Beendigung der Ausstellung abgerissen? Selbst wenn das Haus komplett aus Holz bestand, hätte man es stehen lassen können. Vor 100 Jahren war Bremens Architektur mittelalterlich-hanseatisch geprägt. Niemand wäre auf die Idee gekommen, ein Haus wie oben für Ausstellungszwecke zu imitieren, war die Stadt doch voll mit derartigen Häusern. Die Geschichte ergibt nur Sinn, wenn es in Wahrheit darum ging, möglichst viele Gebäude aus der alten Welt zu zerstören. Sei es durch zufällige Brände, Weltausstellungen oder sonstige Modernisierungsprojekte. So brannte auch zufällig das imposanteste Gebäude der Bremer Weltausstellung, das Parkhaus, wenige Jahre nach der Expo ab. Dieses Foto zeigt eine moderne Stahlbrücke vor dem Hintergrund historischer Kuppelbauten, wie der Weser-Kurier anmerkt, nicht nur ein merkwürdiger, sondern geradezu paradoxer Gegensatz. Dieses Paradoxon löst sich erst auf, wenn wir davon ausgehen, dass die Stahlbrücke für die Ausstellung tatsächlich neu gebaut wurde, die klassischen Bauten aber schon standen. Auf einem Foto ist der Ex-Direktor des Bremer Bürgerparks, Architekt Wilhelm Benkwe, mit verborgener Hand, einer typischen Freimaurerpose, zu sehen, die ihn laut Duncan's Masonic Ritual and Monitor als Meister des zweiten Grades verrät. Master of the Second Veil. Die verborgene Hand lässt die anderen Eingeweihten wissen, dass das dargestellte Individuum Teil der geheimen Elite ist, seine Taten von oben abgesegnet wurden, sowie teilweise im Verborgenen geschehen. Und schon lange vor dem Aufkommen der Massenmedien haben sich geschichtsträchtige Personen, von denen Napoleon einer der bekanntesten ist, auf Porträts mit versteckter Hand abbilden lassen. Zufall?
Jedenfalls scheint es diese verborgene Macht gewesen zu sein, die das Weltgeschehen der letzten Jahrhunderte geprägt hat. Kurz nach dem Ende der Bremer Ausstellung meldete sich eben jener Wilhelm Benkwe auch prompt zu Wort und diffamierte eines der imposantesten Gebäude der Ausstellung, das Parkhaus. So attackierte er in einer Zeitung im Januar 1891 das ihm verhasste Bauwerk. Die Debatte um das Parkhaus ebbte erst ab, als dieses 1907 infolge eines außer Kontrolle geratenen Feuerwerks in Flammen aufging. Das Phänomen, dass die meisten Gebäude der Weltausstellungen auf mysteriöse Weise verschwunden sind, ist kein Einzelfall, sondern lässt sich bei den meisten Expos zwischen 1850 und 1920 beobachten. Gab es hier etwas zu verbergen? Das Argument, dass die Häuser einfach nur schlecht gebaut waren und sie sowieso relativ schnell wieder verfallen wären, ist unzutreffend, denn auch heute stehen wenigstens einige der Expo-Gebäude noch. Der aus massivem Stein bestehende Aussichtsturm im Bürgerpark von Bremen wurde zum Beispiel erst 1962 vollständig abgerissen, hauptsächlich weil er im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt wurde. Tatsächlich sind sämtliche Expo-Gebäude, die heute noch erhalten sind, so massiv gebaut, dass sie kaum altern. Vom Pavillon der Bremer Zigarrenfirma Engelhardt und Biermann, der heute unter dem Namen Waldbühne bekannt ist, wird berichtet, dass dieser direkt nach der Ausstellung zerstört wurde. Schließlich bestand er ja nur aus temporären Materialien, um dann, originalgetreu, aber dieses Mal in beständiger Form, wieder aufgebaut zu werden. Uns wird sogar erzählt, dass die Zigarrenfirma so nett war und den Abriss und Wiederaufbau freundlicherweise komplett aus eigener Tasche bezahlt hat. Wie glaubwürdig das ist, kann jeder für sich entscheiden. Great Exhibition, London, Großbritannien, 1851. Die Londoner Kristallpalast-Ausstellung war die erste uns bekannte weltweite Industrieausstellung. Ganze 28 Länder mit insgesamt 17.062 Ausstellern auf einer Gesamtfläche von über 80.000 Quadratmetern beteiligten sich daran und empfingen in 6 Monaten ungefähr 6 Millionen Besucher, eine Menge, die ungefähr mit einem Drittel der damaligen Gesamtbevölkerung Großbritanniens vergleichbar ist. Um das ganze Ausmaß zu begreifen, muss man sich vorstellen, dass das gigantische, mit gusseisernen Rahmenelementen bestückte Glashaus schätzungsweise 3-mal so groß war wie die St. Paul's Cathedral oder 4-mal so groß wie der Petersdom. Insgesamt, so heißt es, sollen 4000 Tonnen Eisen für Säulen, Spalierträger und Rinnen verarbeitet und etwa 153.000 Quadratmeter Glas produziert worden sein. 80 Glaser sollen in einer Woche 18.000 Scheiben verbaut haben und mehr als 5.000 Arbeitskräfte sollen während der Bauphase an dem Gebäude beschäftigt gewesen sein. Ein Bauingenieur merkte zum Kristallpalast an: Ich bin Bauingenieur und betrachte den Bau des Kristallpalastes in 39 Wochen von der Genehmigung bis zur Eröffnung als völligen Blödsinn. Das Glas, das sie offenbar verwenden mussten, ist Zylinderglas. Mit einer Größe von 1,25 x 0,25 Meter, was sehr arbeitsintensiv war. Es musste in einem Graben geblasen, geschnitten und dann poliert werden. Das Glas allein wäre also unmöglich in den angegebenen 4 Monaten herzustellen gewesen. Etwa 153.000 Quadratmeter Glas, ohne Maschinen, nur Pferde als Kraftquelle. Man könnte es heute in 39 Wochen nicht schaffen, geschweige denn im Jahr 1850. Zu diesem Wunder gesellt sich der Umstand, dass sich die ersten einfachen Automationsprozesse zur Massenproduktion von Glasflaschen erst 30 Jahre später entwickelten. Es musste also alles in Handarbeit produziert werden und die Strecke von der Glashütte in Smethwick bis zum Hyde Park, in der der Crystal Palace ursprünglich errichtet wurde, betrug rund 209 Kilometer. Und als ob das alles noch nicht fantastisch genug wäre, wurde der Glaspalast nach der Ausstellung wieder abgebaut, in größerer Form in Sydenham Hill zusammengesetzt und dort als Museum verwendet.
Um die Besucher zu diesem neuen Ausstellungsgelände zu bringen, wurden sogar zwei Bahnhöfe eröffnet, die beide verwirrenderweise Crystal Palace genannt wurden und sich nur durch die unter- bzw. oberirdische Lage unterschieden. Der Brand, der den Kristallpalast 1936 zerstörte, machte die High-Level Station jedoch praktisch überflüssig, weswegen sie schließlich abgerissen wurde. Die wundervoll gefließte U-Bahn, angeblich von italienischen Maurern und Steinmetzen erbaut, überlebte hingegen. Übrigens wurden eigens für das Festival of the Empire, welches mit die größte Einzelveranstaltung im Londoner Kristallpalast war und am 12. Mai 1911 stattfand, Parlamentsgebäude aus Holz und Gips errichtet, die ebenfalls nur vorübergehend genutzt werden sollten und durch eine elektrische Straßenbahn, der sogenannten All-Red Route, miteinander verbunden waren. So beispielsweise der Nachbau des kanadischen und neuseeländischen Parlamentsgebäudes, ersteres links im Vordergrund des Crystal Palace zu sehen. Am 30. November 1936 fiel der Kristallpalast allerdings einem verheerenden Großbrand zum Opfer. Michelle Gibson schreibt dazu: Wir erfahren, dass der Kristallpalast im Jahr 1854 nach Sydenham Hill im Süden Londons verlegt und wieder aufgebaut wurde und dass er später 1936 durch ein Feuer zerstört wurde. Wie schaffte man es, ein massives Gebäude aus Glasplatten und Gusseisen, das dreimal so groß wie die St. Paul's Cathedral in London ist, an einen anderen Standort zu verlegen? Der New Yorker Kristallpalast wurde ebenfalls durch ein Feuer zerstört, aber viel früher als der Londoner Kristallpalast. Der Kristallpalast in New York brannte 1858 nieder, anscheinend vor einem großen Publikum. In einem Artikel, in dem diese Ereignisse genauer unter die Lupe genommen werden, heißt es: 500 Feuerwehrleute und 90 Löschfahrzeuge waren nötig, um es zu löschen, und weitere 749 Polizisten, um die Menschenmassen zu kontrollieren. Edwards und Winkel 1992. Zeugen beschrieben so viel geschmolzenes Glas, dass es wie ein Wasserfall aussah. Ja, sogar wie ein Niagarafall aus geschmolzenem Glas. Einem Augenzeugen zufolge fing das Glas tatsächlich Feuer. Und als es wirklich heiß war, gab es eine Natriumflamme und das flüssige Glas ergoss sich gerade herunter. Frau Ford aus Sydenham beschrieb, heißes, geschmolzenes Glas und Metall flossen die Straße hinunter und die Erwachsenen bildeten eine Menschenkette und reichten Eimer mit Wasser von Hand zu Hand, um den Fluss des heißen Glases einzudämmen. Ein anderer Zeuge erinnerte sich daran, dass die Leute es aufhoben und zu Kugeln rollen ließen, die sie als Souvenir behalten konnten. Die beiden Türme des Palastes sollen jedoch sogar vom Feuer verformt stehen geblieben sein. Die Flammen wurden von Funkenwolken und heftigen Explosionen begleitet. Der Hinweis auf die Explosionen ist übrigens nur in wenigen Aufzeichnungen vermerkt. Das Feuer brannte die ganze Nacht mit großer Intensität. Selbst 20 Stunden später sollen immer noch Brandherde vorhanden gewesen sein. Die britische Presse betrachtete die Zerstörung des Crystal Palace als einen schweren Schlag für die politische Macht Englands. Und die Öffentlichkeit fragte sich, wie Stahl und Glas so heftig brennen können. Dazu muss man wissen, dass bei der Glasherstellung die Rohstoffe auf etwa 1600 bis 1800 Grad Celsius erhitzt werden, fertiges Glas allerdings schon zwischen 600 und 800 Grad Celsius schmelzen kann. Gusseisen besitzt, wenn man es mit anderen Legierungen vergleicht, einen verhältnismäßig niedrigen Schmelzpunkt bei etwa um die 1150 Grad Celsius. Doch die Frage ist, woher die Temperaturen gekommen sein sollen und ob bereits herkömmliche Einrichtungsgegenstände für eine Wärmeentwicklung dieser Größenordnung ausgereicht hätten. Eine offizielle Untersuchung dieses Vorfalls hat es übrigens nie gegeben. Der Brand gilt bis zum heutigen Tage als ungeklärt. Chicago's World Fair, USA 1893. Am 1. Mai 1893 veranstaltete die Stadt Chicago die World's Columbian Exposition, um die, in Anführungszeichen, Entdeckung Amerikas durch Kolumbus 400 Jahre zuvor zu feiern. Die Weltausstellung in Chicago sollte sogar die größte werden, die es bis dahin gegeben hatte. 70.000 Aussteller aus 46 Nationen waren zugegen, 25.000 davon allein aus den USA,
um ihre technischen Errungenschaften vorzustellen und markierten so den Beginn einer neuen Ära. Nicht nur ein Filmprojektor, die erste Spülmaschine, eine vollelektrische Küche, eine Hochbahn mit Elektroantrieb oder ein rollender Fußsteig konnten bestaunt werden, sondern auch der Vergnügungspark mit Kirmesbuden, Zirkusvorführungen, künstlichen Eisflächen und einem 80 Meter hohen Riesenrad lockten zahlreiche Besucher an. Die Veranstalter der Messe, Zitat, hofften, die große industrielle Macht der Vereinigten Staaten zu demonstrieren und die Übergabe der Führung von der alten Welt an die neue zu symbolisieren, Zitat Ende, was angesichts der historischen Hintergründe auch eine verschlüsselte Botschaft gewesen sein mag. Nur steckte hinter dem Begriff alte Welt vielleicht etwas anderes, als wir heute glauben. Die Chicago Expo, die uns unwillkürlich an das alte Rom denken lässt, hatte den Spitznamen Weiße Stadt und war die Inspiration für die Smaragdstadt im Buch Der Zauberer von Oz. Hier eine der Skizzen, die der Zeichner W.W. Denzloff als Reaktion auf die Chicago Expo für Der Zauberer von Oz angefertigt hatte. Die Spitzen der Kuppeln sind mit Kristallen bestückt, daher auch der Name Smaragdstadt im Buch. Hier steht Denzloff vor der Kulisse des Expo-Geländes nach dem verheerenden Brand und kurz vor dem kompletten Abriss. Interessanterweise beschreibt der Inder Pravin Mohan in seinen Videos, dass viele alte indische Tempel ursprünglich an der Spitze mit Kristallen bestückt waren. Manche, wie die Pagode Somavatiya, sind es sogar heute noch. Enthält der Zauberer von Oz eine unbewusste kollektive Erinnerung der Menschheit? Oder wusste Denzloff eventuell etwas, was uns heute nicht mehr zugänglich ist? Die Weltausstellung in Chicago war jedenfalls in architektonischer Hinsicht eine der beeindruckendsten Ausstellungen, die es je gab. Laut der Geschichte, die uns präsentiert wird, wurden am Ufer des Michigansees auf einer Fläche von 278 Hektar über 200 Gebäude gebaut. Die Bauzeit betrug allerdings nur 3 Jahre. Paradoxerweise fällt die Bauzeit in die Phase der wirtschaftlichen Depression und die Panik von 1893 war bis dato sogar die schwerste Wirtschaftskrise in der Geschichte der USA. Wer hätte gedacht, dass in einer derartigen Zeit genügend Arbeiter und Ressourcen vorhanden waren, um eine fast paradiesische Stadt zu errichten? Wurden diese Gebäude tatsächlich von den Architekten Daniel Bornham und Frederick Law Olmsted entworfen und sollten als eine Hommage an die griechisch-römische Architektur verstanden werden? Oder existierten sie bereits vor Beginn der Expo? Zeigte man der Öffentlichkeit ein letztes Mal die Überreste der alten Welt, um sie danach zu zerstören? Betrachtet man den immensen Aufwand, der nötig war, die Gebäude zu errichten, erscheint die offizielle Erklärung kaum plausibel, zumal es nur wenige Fotos der Konstruktionsphase gibt oder genaue Aufzeichnungen über den Ablauf der komplexen Bauprojekte. Am deutlichsten zeigt sich diese Diskrepanz zwischen der Funktionalität des Gebäudes als Ausstellungsobjekt und dem Aufwand der Konstruktion beim kolossalen Manufacturers and Liberal Arts Building. Dieses 200 Meter breite und 500 Meter lange Gebäude benötigte doppelt so viel Stahl wie die Brooklyn-Brücke und war 4-mal so groß wie das Kolosseum. Möglicherweise handelte es sich sogar um eines der größten Gebäude, die je gebaut wurden. Auf einer kaum vorstellbaren Fläche von ca. 20 Fußballfeldern wurden in diesem riesigen Gebäude zahlreiche Gegenstände aus Manufakturen weltweit ausgestellt, die angeblich den seit der Industrialisierung entstandenen technischen Grad der Expertise repräsentierten. Allein diese Konstruktion hätte Jahre gebraucht und zahlreiche Ressourcen verschlungen, selbst wenn man dem offiziellen Narrativ eines temporären Gebäudes Glauben schenkt. Dennoch wurde das Gebäude nach der Expo restlos abgerissen. Von den über 200 Gebäuden hatten ganze 14 ähnliche Dimensionen wie das Manufacturers and Liberal Arts Building und auch sie wurden fast alle nach der ca. 130-tägigen Dauer der Ausstellung zerstört. Es sind heute nur noch 2 Gebäude erhalten, das sogenannte Museum of Science and Industry und das World's Congress Auxiliary Building. Betrachtet man den hohen Aufwand der Konstruktion, drängt sich die Frage auf,
warum nur zwei dieser Gebäude stehen bleiben durften, da andere Nutzungsmöglichkeiten durchaus denkbar gewesen wären und es sehr unglaubwürdig klingt, dass derart immense Ressourcen einfach verschwendet wurden. Das folgende Foto zeigt angeblich den Bau des Administration Building. Ein Fotograf sagt uns hierzu: Ohne Zugang zu den Originalen ist es schwierig, eine hundertprozentige Aussage darüber zu treffen, ob es sich bei der Abbildung hier um eine echte Fotografie handelt. Bei dieser Version wurde jedoch eindeutig eine Bleistiftzeichnung aufgetragen. Meine professionelle Meinung ist, dass alle Bilder, die ich zu diesem Gebäude gefunden habe, in irgendeiner Form verändert wurden. Keines dieser Bilder kann als Beweis dafür dienen, dass das Gebäude sich im Bau befindet. Meiner Meinung nach deuten die Fotos eher auf eine Restaurierung als auf einen Bau hin, und zwar aufgrund der im Foto markierten Anomalien. Weiterhin merkt er an, dass die folgenden Fotos vom Bauprozess widersprüchlich sind. Beide Fotos werden als Beweis für den Bau des Gebäudes präsentiert. Zunächst möchte ich euch einen kurzen Hinweis geben und hervorheben, dass beide Bilder in ihrer Darstellung irreführend sind. Auf dem rechten Bild scheint die Kuppel vollständig fertiggestellt zu sein, während sie auf dem linken Bild eindeutig nicht vollständig ist. Doch auf dem rechten Bild fehlen die kleineren Kuppeln, die sich in jeder Ecke des mittleren Gebäudeteils befinden, während auf dem linken Bild mit der noch unvollständigen Kuppel die kleineren Kuppel vorhanden sind. Der Bauprozess im rechten Foto scheint fast vollständig abgeschlossen zu sein. Warum also sollten diese kleineren Kuppeln fehlen? Ein anderes interessantes Gebäude auf der Columbia Exposition war der Hauptbahnhof auf dem Expo-Gelände, dessen gesamtes Bahnsystem aus 35 Gleisen bestand. Zum Vergleich, der Hauptbahnhof München, einer der größten Bahnhöfe in Deutschland, besitzt nur 34 Gleise. Angeblich soll der komplette Bahnhof nur temporärer Natur gewesen sein. Doch es stellt sich die Frage, wie es überhaupt möglich sein soll, einen Bahnhof so zu bauen, dass er zwar stabil und funktionsfähig, aber trotzdem temporärer Natur ist. Das einzige Foto des angeblichen Baus des Bahnhofsgebäudes zeigt ein bereits komplett fertiges Gebäude inmitten von Schlamm. Mehr als frisch angemalt wurde es scheinbar nicht. Vom Bauprozess selbst existiert nach unseren Recherchen kein einziges Foto. Wenige Monate nach der Expo brannte der Bahnhof zusammen mit weiteren Gebäuden der Ausstellung restlos nieder. Brandursache: Brandstiftung durch Unbekannt. Die offizielle Geschichte lautet folgendermaßen: Ein Wachmann auf der Expo, ein gewisser C. Mason, bemerkte das Feuer im Casino und versuchte auch sofort, den Alarm auszulösen. Leider funktionierten keine der fünf Vorrichtungen zur Betätigung des Feueralarms, die er kurz nacheinander ausprobierte. Glücklicherweise fand er jedoch irgendwann ein Telefon, sodass er das Feuer endlich melden konnte. Da war es jedoch schon zu spät und aufgrund veränderter Vorgaben an die Einsatzzentrale im Zuge der Expo konnten anstelle der üblichen 20 Feuerwehrwagen zudem nur 10 zum Einsatz kommen. Möglicherweise hängt dieser Brand und der darauffolgende Abriss kurz nach Beendigung der Expo auch mit dem großen Brand von Chicago im Jahr 1871 zusammen. Bei diesem Brand gibt es einige Widersprüche. Offiziell bestand die Brandursache darin, dass eine Kuh eine Laterne umstieß. Beweise für diese Theorie wurden jedoch nie vorgelegt. Wurden hier die Überreste der alten Welt in zwei Phasen vernichtet? Zuerst mit dem Stadtbrand, dem ca. 17.500 Gebäude zum Opfer fielen, und später mit dem Abriss des Expo-Geländes? Gab es überhaupt zwei separate Brände? Gab es überhaupt Brände? Fragen über Fragen. Angeblich hatte sich Chicago bis Mitte des 19. Jahrhunderts von einer kleinen Indianersiedlung rasant zu der riesigen Metropole entwickelt, wie wir sie heute kennen. Aber auch hier fehlt die Dokumentation über die Logistik der Stadtplanung. Interessanterweise taucht Chicago mit dem Namen Chilaga auf alten Karten auf. Handelte es sich also möglicherweise um eine bedeutende Stadt der alten Welt und wurde Chilaga bewusst zu Chicago umbenannt, um dessen Geschichte zu verschleiern? Betrachtet man unter diesem Aspekt die vorhin erwähnte weiße Stadt der Expo, könnte es sich bei dem Areal in Wahrheit um einen im Zuge der Expo umfunktionierten Regierungsbezirk Chilagas gehandelt haben.
wurden die 27 Millionen Menschen, welche die Ausstellung besucht haben, also in Wahrheit Zeugen der Zerstörung eines der letzten Teile von Chilaga? Die Statue der Republik, die bei der Weltausstellung von Chicago zu sehen war, hält in der rechten Hand eine Weltkugel, auf der ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln thront, während ihre linke Hand einen Stab mit phrygischer Mütze ziert, was ein Symbol der Skythen bzw. Tataren war und vermutlich Freiheit und Gerechtigkeit symbolisierte. Im Zuge des Zeitalters der Aufklärung wurde die phrygische Mütze auch als Freiheitssymbol verwendet. Bezeichnenderweise wurde im selben Jahr, als die Chicago Expo geplant wurde, die neue Universität von Chicago gegründet, die als eine der wichtigsten privaten amerikanischen Universitätsgründungen in dieser Epoche gilt, großzügig unterstützt vom Ölmagnaten John D. Rockefeller. Und eben diese Uni trägt in ihrem Wappen einen Greifen, der in einem Feuer verbrennt, worin man auch ein Symbol für die Vernichtung des alten Weltreiches erkennen könnte. Einige Symbole wie der doppelköpfige Adler, der mythologische Greif, die Quadriga, also Viergespann, und der Löwe begegnen uns immer wieder im Kontext der alten Welt. Louisiana Purchase Exposition, St. Louis, USA, 1904. Die Louisiana Purchase Expo, auch als St. Louis Weltausstellung bekannt, war doppelt so groß wie die Chicago Expo und bestand aus mehr als 1500 Gebäuden, die mit Straßen und Wegen auf einer Länge von 121 Kilometer miteinander verbunden waren. Lediglich zwei Gebäude sollen massiv und dauerhaft gebaut worden sein, während alle anderen direkt nach der Expo wieder abgerissen wurden. Finanziert wurde das Ganze mit mehr als 15 Millionen US-Dollar, in einer Zeit, in der St. Louis in wirtschaftlicher Not war und seine Bürger von Korruption, Armut und Krankheit geplagt waren. Auch die Planung der Expo selbst wurde von mehreren Korruptionsfällen überschattet. Die ersten 5 Millionen Dollar stellte die Stadt St. Louis durch den Verkauf von Anleihen bereit. Weitere 5 Millionen Dollar wurden durch private Spenden von interessierten Bürgern und Unternehmern aus ganz Missouri aufgebracht. Die letzten 5 Millionen Dollar kamen in Form von zweckgebundenen Geldern, die Teil eines Ende Mai 1900 verabschiedeten Bewilligungsgesetzes des Kongresses waren. Schlussendlich machte die Expo einen Verlust von 8,5 Millionen US-Dollar, was einem heutigen Gegenwert von mehr als 250 Millionen US-Dollar entspricht. Doch wenn es keinen finanziellen Anreiz für die Expo gab, worum ging es dann? Auf der offiziellen Expo-Seite lesen wir: Da die meisten der Ausstellungspaläste nur in temporärer Form errichtet wurden, sind heute nur wenige Spuren der Expo übrig geblieben. Der Palast der bildenden Künste steht jedoch noch immer an seinem Platz, als eines der größten Kunstmuseen der Vereinigten Staaten. Der Ausstellungspavillon von Missouri, als größtes und imposantestes Gebäude, hätte eigentlich auch für nachfolgende Generationen erhalten bleiben sollen, brannte jedoch knapp zwei Wochen vor Ende der Expo am 18. November 1904 ab. Wie es hieß, wurde deshalb auf einen Wiederaufbau verzichtet. Auf dem Gelände stand außerdem die damals weltgrößte Orgel und Kuppel. Die Festival Hall war ein weiteres Wahrzeichen der Expo in St. Louis und verfügte über die damals größte Kuppel der Welt. Das Gebäude verfügte über drei Wasserkaskaden, die in den Freiheitsbrunnen mündeten, der mit Statuen geschmückt war, welche Freiheit, die Größe der Statuen, Genius und Inspiration darstellten. Das ca. 4,9 Quadratkilometer große Messegelände, das für die Weltausstellung genutzt wurde, befand sich auf dem heutigen Gelände des Forest Park sowie dem Campus der Washington University und war die bis dahin flächenmäßig größte Messe der Welt. Die gesamte Bauzeit betrug nicht einmal 3 Jahre und allein der Landwirtschaftspalast nahm eine Fläche von schwindelerregenden 81.000 Quadratmetern ein. Es hieß, dass es unmöglich sei, in weniger als einer Woche auch nur einen flüchtigen Blick auf alles werfen zu können.
Mehr als 19 Millionen Menschen sollen damals die Expo besucht haben. Bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass St. Louis damals nur eine 500.000 Einwohner hatte. Ein Beobachter der Weltausstellung merkte seinerzeit an, dass die Straßen von St. Louis zu dieser Zeit voller Leben waren, mehr als in jeder anderen Stadt im Norden. George Kessler war angeblich der Architekt der Expo. Doch merkwürdigerweise gibt es einen populären Mythos, der besagt, dass in Wahrheit Frederick Law Olmsted das Messegelände entworfen hat. Es gibt hunderte Fotos des angeblichen Bauprozesses der Expo und selbstverständlich wurden verschiedene Gebäude tatsächlich neu für die Expo gebaut, insbesondere die kitschigen Bauwerke, die die klassizistische Ästhetik vermissen lassen. Auch bestehende Bauwerke scheinen mit offensichtlich primitiven, geschmacklosen Verzierungen ausgestattet worden zu sein. Allerdings können die Fotos, die angeblich den Bauprozess der großen, imposanten Ausstellungspaläste zeigen, genauso gut beim Abriss aufgenommen worden sein. Der Historiker Dr. Robert Archibald sagte zur Expo: Die Messeplaner waren vertraglich verpflichtet, das Messegelände abzureißen und den Forest Park in eine Art unberührtes Gelände zurückzuverwandeln. Das Problem war, dass sie alle Konzessionäre waren und alles, was sie aufgebaut hatten, ihnen gehörte. Sie konnten es nicht verkaufen. Die Kosten für den Abriss waren höher als der Wert dessen, was noch zu retten war. Das widerspricht jeder ökonomischen Logik und macht nur Sinn, wenn es eine geheime Absprache zwischen der Stadt und den Industriellen gab. Sie mussten sämtliche Spuren der Expo auslöschen, entgegen jedem natürlichen wirtschaftlichen Impuls dieser immer nach Gewinnmaximierung strebenden Unternehmer. Die Geschichte, die uns aufgetischt wird, ist fast perfekt. Doch bei genauerem Hinsehen erkennen wir, dass sie ins Gegenteil verkehrt worden ist. So wurden Bilder vom Abriss vermutlich einfach zu Aufnahmen des Bauprozesses erklärt. Und die Fotos des nach dem Abriss leeren Geländes werden uns heute als Fotos verkauft, die vor dem Bau entstanden sind. Die digitalisierten Archivfotos sind aller Wahrscheinlichkeit nach eine Mischung aus authentischen, echten Neubauten, Abrissfotos und manipulierten Fotokollagen. Panama, Kalifornien, Exposition, San Diego, USA, 1915 bis 1917. Der Präsident Theodore Roosevelt sagte am 27. Juli 1915 bei seiner Rede vor dem Orgelpavillon der Ausstellung gegenüber den Besuchern: Diese Ausstellung ist so wunderschön, dass ich eine ernsthafte Bitte äußern möchte. Ich hoffe, dass Sie diese Gebäude nicht nur für ein weiteres Jahr in Betrieb halten, sondern dass Sie diese Gebäude von seltenem, phänomenalen Geschmack und Schönheit dauerhaft erhalten werden. Im offiziellen Begleitheft zur San Diego Expo werden die permanenten und temporären Gebäude aufgelistet und es wird beschrieben, dass die temporären Gebäude wieder abgerissen werden sollen. Aber die meisten Gebäude, so heißt es, waren dennoch mehr als 50 Jahre lang in Gebrauch und wurden auch während einer zweiten Expo im Jahr 1935 wieder verwendet. Wie ist es möglich, dass diese noch weitere 50 Jahre oder sogar länger gehalten haben, wenn sie nur mit begrenzter Haltbarkeit für den Zeitraum der ersten Expo errichtet wurden? Offiziell wurden die verbliebenen Bauten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder aufgebaut und sind heute unter dem Namen Casa del Prado, Balboa Park, San Diego, bekannt. Fassen wir zusammen. Es werden temporäre Gebäude errichtet, die angeblich nur ein paar Jahre überdauern sollen. Sie halten aber ohne Probleme mehr als 50 Jahre und werden weiter genutzt, bis sie plötzlich verfallen. Aber weil sie so schön sind, baut man sie mit massiveren Materialien umständlich in den 60er und 90er Jahren wieder auf. In der offiziellen Broschüre zur Ausstellung können wir lesen, dass viele Besucher von vergangenen Ausstellungen enttäuscht waren, weil die meisten Gebäude direkt wieder abgerissen wurden. Die Planer der Panama-Kalifornien-Expo in San Diego merkten deshalb an:
Nichts, was mit vergangenen Messen verbunden war, war so deprimierend wie die Zerstörung der Gebäude nach Beendigung der Exposition. Dies wird nicht der Fall sein, wenn am 1. Januar 1916 die Panama-Kalifornien-Ausstellung geschlossen wird. Denn alle Strukturen mit Ausnahme der Konzessionsgebäude entlang des Hauptweges wurden gebaut, um zu bleiben. Im großen westlichen Viereck zum Beispiel sind alle Bauten komplett aus Stahl und Beton gebaut und werden in den kommenden Jahrzehnten für die Unterbringung der Museumsexponate genutzt, die der Exposition geschenkt wurden. Es ist nicht bekannt, ob diese Broschüre erst gedruckt wurde, nachdem Theodore Roosevelt sich für den Erhalt der Gebäude eingesetzt hatte. Das Zitat von Roosevelt wäre jedoch äußerst merkwürdig gewesen, wenn zu dem Zeitpunkt bereits offiziell bekannt gewesen wäre, dass die meisten Gebäude erhalten bleiben sollten. Man kann davon ausgehen, dass die Planer etwas ins Schwitzen kamen, nachdem sich prominenter Protest gegen die Abrisspläne richtete und sie deshalb ihr Narrativ etwas ändern mussten. Weiter lernen wir, dass die nachfolgende Expo, die California Pacific International Exposition, auf demselben Gelände im Jahr 1935 so beliebt war, dass einige Gebäude von temporären in permanente Gebäude umgewandelt wurden. Viele Gebäude oder rekonstruierte Versionen sind heute noch in Gebrauch und werden von mehreren Museen und Theatern im Balboa Park genutzt. Die meisten der angeblich temporären Gebäude in diesem Park standen sogar noch bis in die 90er Jahre hinein. Das Casa del Prado wurde angeblich in den 60ern abgerissen und 1:1 originalgetreu in dauerhafter Form wieder aufgebaut. Das House of Charm und das House of Hospitality sogar erst in den 90ern. Und das, obwohl im offiziellen Begleitheft der Expo stand, dass die temporären Gebäude für eine maximale Lebensdauer von 30 Jahren ausgelegt waren. Hier begegnet uns wieder die übliche Geschichte. Sofern einige Gebäude der Expos nicht abgerissen wurden, hat man sie angeblich Jahrzehnte nach der Expo umständlich beseitigt und 1:1 wieder neu aufgebaut, obwohl bereits vorher enorme Summen in die Renovierung der vermeintlich temporären Gebäude gesteckt wurde. Ironischerweise sorgte in den frühen 1960er Jahren die Zerstörung einiger Gebäude und der Ersatz durch moderne, architektonisch unpassende Bauten für einen Aufruhr in San Diego. Im Jahr 1967 gründeten einige Bürger ein Komitee der 100, um die historischen Bauwerke zu schützen und zu erhalten. Die Bewegung war ein Erfolg und die historischen Gebäude wurden erhalten oder neu aufgebaut. Ist es nicht erstaunlich, mit welcher Beharrlichkeit gewisse Kräfte darauf zu drängen scheinen, die alte Architektur auszulöschen? Langsam erkennen wir ein Muster. Die Öffentlichkeit war jedes Mal erschüttert, wenn die Ausstellungsgebäude wieder verschwanden, und den Planern konnte es nicht schnell genug gehen, möglichst alles wieder zu zerstören. Ein weiteres Gebäude, das Electrical Building, brannte 1978 angeblich durch Brandstiftung zweier Jugendlicher ab. Es wurde danach, laut offizieller Geschichte, allerdings 1:1 originalgetreu in dauerhafter Form wieder aufgebaut. Auch das Old Globe Theater, ursprünglich erbaut für die Expo 1935, brannte 1978 infolge von Brandstiftung ab. Zitat von Wikipedia. Bertrand Goodhue, Meisterarchitekt der Panama-Kalifornien-Ausstellung 1915-16, hatte darauf gedrängt, die temporären Gebäude an der Hauptallee des Balboa-Parks El Prado abzureißen. Doch die Bürger von San Diego verschmähten diesen Rat. Mithilfe von Geldern der Bundesregierung flickten sie die temporären Paläste in den Jahren 1922 und 1933 wieder zusammen. So konnten die meisten der ursprünglichen Gebäude für die zweite Ausstellung im Jahr 1935 wieder genutzt werden. Konkret über das House of Charm, in dem sich heute das Kunstmuseum befindet, lesen wir: Obwohl es anhaltende Zweifel an der Stabilität des Gebäudes gab, das nicht als dauerhafte Struktur gedacht war, wurde es in den 1940er und 1950er Jahren weiter genutzt. Zu den Mietern gehörten das Modelleisenbahnmuseum, die San Diego Hall of Champions und der San Diego Men's Art Club, Vorläufer des San Diego Art Institute. Im Jahr 1978 wurde das Gebäude als unsicher eingestuft und vorübergehend geräumt. Aber das San Diego Art Institute zog wieder ein, nachdem Sprinkleranlagen installiert worden waren. Sprinkleranlagen waren also alles, was notwendig war, um das Gebäude wieder als sicher einzustufen?
Das heißt, es ging nur um Brandsicherheit, nicht darum, dass das Gebäude strukturell unsicher war. George W. Marston schrieb 1922: Man kann mit Fakten und Zahlen über die wackeligen alten Gebäude beweisen, was man will. Die einzige Antwort ist, sie werden nicht vergehen. Irgendwie, ohne zu wissen, wie man es erklären soll, sind wir instinktiv, unbewusst, unheilbar in sie verliebt und werden sie nicht aufgeben. Das ist das große Gefühl und beruht, glaube ich, auf etwas Realem und Vitalem. Fassen wir zusammen. Die meisten der temporären Gebäude in San Diego sollten direkt wieder abgerissen werden und nur vorübergehend, maximal 30 Jahre, halten, standen aber offiziell bis in die 90er hinein, wurden dann angeblich abgerissen und 1:1 dauerhaft aufgebaut. Von Anfang an wollten die Organisatoren hinter der Expo die Gebäude loswerden, aber es gab einen öffentlichen Widerstand, der so enorm war, dass viele davon renoviert oder neu aufgebaut wurden. Grundsätzlich sind auch dauerhafte Bauwerke von der Notwendigkeit regelmäßiger Renovierungen betroffen. So befinden sich zum Beispiel viele Kathedralen, wie der Kölner Dom oder das Freiburger Münster, in einem Dauerrenovierungszustand. So sah übrigens der Pavillon in den 70ern aus, der offiziell eines dieser dauerhaften Gebäude war und mit rund einer halben Million Dollar restauriert werden musste. Teure Renovierungen sind also kein verlässliches Indiz dafür, dass ein Gebäude ursprünglich nicht in dauerhafter Form errichtet wurde. Liège International, Weltausstellung in Lüttich, Belgien 1905. Über die Ausstellung können wir folgende interessante Bemerkung lesen. Es ist manchmal schwierig zu sagen, ob bestimmte Nationen tatsächlich in signifikanter Weise teilgenommen haben. Sowohl Zeitungsberichte als auch die offiziellen Dokumente oder Sekundärquellen können auf eine Teilnahme hindeuten, wenn eine tatsächliche Teilnahme nicht oder nur in geringem Umfang stattgefunden hat. Einige Nationen hatten inoffizielle Exponate. Es ist nicht bekannt, ob einige, die als offizielle Teilnehmer aufgeführt sind, es auch tatsächlich waren. Verschiedene Quellen unterscheiden sich darüber, welche Länder vertreten waren. Die Dokumentation der Expos scheint eventuell generell etwas dürftig und widersprüchlich gewesen zu sein. Mit absoluter Gewissheit sagen lässt sich nur, dass von allen Ausstellungsgebäuden einzig der Palast der schönen Künste erhalten blieb und noch heute in seiner ganzen Pracht zu bewundern ist. Beachte, dass sich die anderen hier gezeigten Gebäude kaum von dem Palast der schönen Künste unterscheiden. Die meisten Gebäude scheinen ähnlich massiv gebaut worden zu sein und hätten vermutlich nicht abgerissen werden müssen. Berliner Gewerbeausstellung, Deutschland 1896. Die Berliner Gewerbeausstellung von 1896 war die erste Ausstellung, bei der Baby-Inkubatoren zu sehen waren. Brutkästen, in denen Frühgeborene ausgestellt wurden, waren fortan auf den meisten Expos anzutreffen. Was sagt das über eine Gesellschaft aus, die Frühchen auf so kalte und unmenschliche Weise zur Schau stellt? Waren diese Brutkästen, genau wie die Waisenzüge und die Kinderlandverschickung, Teil einer Agenda? Die Entwurzelung von Kindern scheint jedenfalls die beste Methode zu sein, um eine Gesellschaft zu traumatisieren und völlig von ihrer Geschichte abzutrennen. Insbesondere die ehemaligen Kolonien, Australien, Neuseeland und Amerika, wurden zu einem großen Teil von Waisenkindern und Kriminellen besiedelt. So heißt es beispielsweise, dass es sich bei den ersten europäischen Siedlern Australiens im Jahr 1787 um 700 Sträflinge gehandelt haben soll und innerhalb der nächsten 80 Jahre mehr als 160.000 Gefangene nach Australien verschickt wurden, um das Land neu zu bevölkern.
In einem Bericht des britischen House of Commons Child Migrants Trust heißt es außerdem, dass schätzungsweise 150.000 Kinder über einen Zeitraum von 350 Jahren von den Zwangsumsiedlungen in die Kolonien betroffen waren und dieser Prozess erst in den späten 1960er Jahren zum Stillstand kam. Ob all diese Kinder Waisen gewesen sind oder noch lebende Eltern hatten, kann nicht abschließend geklärt werden. Allerdings weiß man von den verschifften Kindern des 20. Jahrhunderts, dass tatsächlich viele aus ärmlichen, zerrütteten Verhältnissen stammten und ihre Eltern noch lebten, obwohl ihnen meist das Gegenteil erzählt wurde. Doch zurück zur Gewerbeausstellung. Das Berliner Areal von 900.000 Quadratmetern war sogar größer als das der bisherigen Weltausstellungen in Amerika und anderswo. Allein der Bereich Alt-Berlin, bei dem es sich angeblich um einen detailgetreuen Nachbau des spätmittelalterlichen Berlins handelte, bestand aus 120 aufwendig gestalteten Bauten. Darunter zwei Stadttore, Zwinger, Marktplatz, Rathaus, Spital und ein Theater von atemberaubender Größe. Fotos von diesem Alt-Berlin zeigen massive und scheinbar uralte Steinbauten. Erstaunlicherweise existiert vom Theater Alt-Berlin, das 1897 abgerissen wurde, kein einziges Foto. Weder vom Bau, vom fertigen Gebäude noch vom Abriss. Und dabei soll es sich zu diesem Zeitpunkt um das größte Theater Berlins gehandelt haben. Noch während der Berliner Gewerbeausstellung wurde es geschlossen und mit dem Abrissprozess begonnen. Fakten und Details zu diesem Theater konnten wir leider kaum finden. Und wir setzten unsere Hoffnung in die weitere Suche nach alten Ansichtskarten oder Privataufnahmen. Hinzu kam ein erlassenes Veröffentlichungs- und Werbeverbot sowie der Umstand, dass der eigentliche Messebesucher wohl nicht die Zeit und Muße hatte für eine mehrstündige Theateraufführung. Schließlich befand man sich auf einer Gewerbeausstellung. Das alles hatte gravierende Auswirkungen auf die Besucherzahl und führte noch während der Spielzeit zum Konkurs und letztendlich zum Abriss des 200.000 Mark teuren, nicht winterfesten Gebäudes. Mysteriös ist auch das erlassene Werbeverbot. Wieso durfte das Theater keine Werbung machen? Nun, vielleicht wollte man das Theater schnellstmöglich und ohne großes Aufsehen verschwinden lassen. Auch der angeblich aus temporären Materialien gebaute Marktplatz in Alt-Berlin sieht kaum aus wie ein billiger Neubau. Die Dachziegel sehen verwittert aus, die Steine massiv und uralt. An den Hauswänden sehen wir ebenfalls Alterserscheinungen. Die Spandaustraße in Alt-Berlin zeigt das gleiche Bild. Verwitterte, massive Bauten. Nichts an diesem Foto deutet darauf hin, dass auch nur ein einziges Gebäude hier temporärer Natur war. Allein die verdreckten Hauswände sprechen Bände. Hier scheint offensichtlich ein historischer Stadtteil, wie überhaupt sämtliche Gebäude der Gewerbe- und Industrieausstellung von 1896, einfach dem Erdboden gleichgemacht und sämtliche Aufzeichnungen über seine Existenz vernichtet worden zu sein. Deutschland spielte bei den Weltausstellungen übrigens keine große Rolle. Erst mit der Reichsgründung 1871 nahm der, Zitat, deutsche Beitrag zu dem Ausstellungswesen gewerblicher, industrieller, technischer und künstlerischer Erzeugnisse bedeutende Ausmaße an. Es ist anzunehmen, dass es vor 1871 keine zentrale Instanz gab, über welche die Kabale hätte Einfluss auf die Deutschen nehmen können. Im Zuge der Reichsgründung kam es jedoch zu einem spektakulären Prozess der Hochindustrialisierung. Innerhalb weniger Jahrzehnte holte das Kaiserreich die Defizite im Vergleich zu anderen europäischen Ländern auf und überflügelte diese sogar noch. Als das Kaiserreich auch Großbritannien überholte, wurde von der Kabale, aus welchen Gründen auch immer, beschlossen, Deutschland geopolitisch kalt zu stellen und mit zwei Weltkriegen kulturell in die Bedeutungslosigkeit zu katapultieren. In der Zeit zwischen 1871 und 1914 wurde Deutschland jedoch erstmals von einem Agrar- in ein Industrieland verwandelt, mit einschneidenden Konsequenzen für die Lebenswirklichkeit vieler Deutscher. Aufgrund der massiven Zuwanderung ins Kaiserreich zwischen 1871 und 1914 von 40 auf über 60 Millionen Einwohner ist davon auszugehen, dass im deutschen Kulturgebiet vor der Reichsgründung Elend und Armut grassierten und im Zuge der Industrialisierung viele Menschen wieder Hoffnung auf Wohlstand haben konnten. Welche Rolle spielte jedoch das neu gegründete Kaiserreich bei der Zerstörung des deutschen Geistes?
Lebten die Menschen noch im Bewusstsein des Alten Reiches, wie das Heilige Römische Reich deutscher Nationen auch genannt wurde, das laut offizieller Geschichtsschreibung bis 1806 Bestand hatte? Der letzte preußische König, Wilhelm II., formulierte es so: Es ist unsere Pflicht, die Jugend so zu erziehen, dass sie junge Deutsche und nicht junge Griechen oder Römer werden. So wurden nationale Identitätsbildung und patriotische Erziehung zum Aushängeschild des preußischen Bildungswesens. Wie kommt es, dass die Deutschen sich als Römer betrachtet haben? Wurde uns die deutsche Identität erst übergestülpt, um uns von unseren nordisch-germanischen Brüdern und Schwestern außerhalb der Reichsgrenzen zu trennen? Zumindest deutet dieser Fokus auf die nationale Identitätsbildung und die in Deutschland existierende Architektur darauf hin, dass es in Europa einst eine Einheitskultur gab und unsere Vergangenheit in einer Hochkultur wurzelte, die man gemeinhin als griechisch-römisch beschreibt, jedoch mit Rom oder Griechenland gar nichts zu tun hatte. Denn Rom, in Anführungszeichen, war überall. Industrie- und Gewerbeausstellung Düsseldorf, Deutschland 1902. Die Gewerbeausstellung in Düsseldorf knüpfte an die rheinisch-westfälische Industrie- und Gewerbeausstellung von 1880 an. Letztere fand in einer riesigen, imposanten, klassizistischen Halle im Zoologischen Garten statt. Die Bilder, die uns überliefert sind, zeigen ein recht massiv wirkendes Gebäude, doch wir lernen, Zitat, das Baumaterial war meist Holz, die Dächer bestanden aus rotbrauner Dachpappe und Draperien, das heißt dekorativ angeordnete Materialien, aus bunt schablonierter Sackleinwand. Zitat Ende. Mehr als 100 angeblich temporäre Hallen wurden nach der Ausstellung restlos abgerissen. Überprüfen können wir zum aktuellen Zeitpunkt nichts davon. Es scheinen nicht einmal detaillierte Grafiken der Ausstellung zu existieren. Für die Düsseldorfer Gewerbeausstellung im Jahre 1902 wurde ein anderer Standort gewählt, was sich natürlich anbieten würde, wenn es darum ginge, möglichst viel Architektur zu vernichten. So ist überliefert, dass am Rheinufer mehr als 150 Ausstellungsgebäude errichtet wurden, inklusive dem als Kunstpalast bekannten Hauptgebäude. Allein dieser Kuppelbau enthielt 14 riesige Säle. Die offizielle Version besagt, Zitat, die größtenteils temporären Ausstellungsarchitekturen verknüpften neue industrielle und kunsthandwerkliche Fertigungsmethoden mit den Formen des Jugendstils, teilweise auch mit den Formen des Neobarock oder elektizistischer Stilmischungen. Zitat Ende. Obwohl man damals scheinbar weder Geld noch Zeit für dauerhafte Gebäude ausgeben wollte, legten die Betreiber doch einen erstaunlich langen Atem an den Tag, wenn es um die nachträgliche Versetzung einiger der Ausstellungshallen ging. Eine Halle wurde nach Bochum, eine nach Köln und eine dritte sogar nach Mexiko-Stadt transportiert und wieder aufgebaut. Die größten Hallen der Ausstellung von 1902 waren jedoch allem Anschein nach dafür ausgerichtet, die Zeit zu überdauern. Das Ausstellungsgebäude der Staatsbahn war zum Beispiel ähnlich imposant wie der Kunstpalast. Und der Kunstpalast selbst wurde nie abgerissen, sondern nur, in Anführungszeichen, überbaut und integriert, was angesichts der Hässlichkeit des modernen Gebäudes einige Fragen aufwirft. Auch die Ausstellungshalle des Bochumer Vereins, die heute als Jahrhunderthalle in Bochum steht, sieht mittlerweile völlig anders aus. Sächsisch-Thüringische Industrie- und Gewerbeausstellung, Leipzig, Deutschland, 1897. Auch von der Leipziger Ausstellung ist bekannt, dass sämtliche Gebäude wieder abgerissen wurden. Am Ende blieb nur eine leere Fläche zurück, heute Teil des Clara-Zetkin-Parks, früher König-Albert-Park genannt.
Ein wenig makaber wirkt der Umstand, dass man aus dem Schutt der abgerissenen Gebäude zwei Hügel errichtet hat, die auch heute noch den Park zieren. Die Ausstellung in Leipzig beinhaltete, wie die Berliner Ausstellung auch, einen in Anführungszeichen Neubau der Altstadt. Und natürlich soll es sich dabei, wie schon bei anderen Expos, nur um billige Pappbauten gehandelt haben. Doch wir finden in einem Artikel dieser Zeit einen Hinweis darauf, dass die Wirklichkeit etwas differenzierter ausgesehen haben muss. So ist in der Zeitung Die Gartenlaube von 1897 zu lesen: Wir ziehen zunächst den Ausflug in das an Wald und Fluss gelegene Dorf vor, dessen Häuser teils aus echten Bauwerken bestehen, die an ihrem Standorte abgebrochen und hier wieder aufgebaut worden sind, teils solche in naturgetreuer Nachbildung veranschaulichen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie dieser Aspekt bei den allgemein auffindbaren Quellen komplett ignoriert wird. Einige dieser Bauwerke waren also laut dem damaligen Narrativ vermutlich echte Altbauten aus deutschen Städten, wurden aber für die Ausstellung, in Anführungszeichen, abgebrochen und wieder aufgebaut. Ob es sich bei diesem Prozess um eine ökonomisch rationale Entscheidung handeln kann, sei dahingestellt. Aber welcher Hausbesitzer hat sich eigentlich dazu bereit erklärt, seine Häuser für den Abbruch zur Verfügung zu stellen, nur um nach dem Ende der Ausstellung tatenlos dem endgültigen Abriss zuzusehen? Auch die Beschreibung des Hauptgebäudes erweckt beim Leser nicht gerade den Eindruck eines Billigbaus. Treten wir durch das von zwei hohen Obelisken flankierte Haupttor in den Ausstellungspark ein, dessen Fläche 400.000 Quadratmeter umfasst, so wird uns ein überraschend schöner Anblick zuteil. Vor uns dehnt sich eine überaus reizvolle Landschaft aus. Inmitten herrlicher Anpflanzungen liegt ein blinkender Weiher eingebettet, der von Schwänen belebt und von zierlichen Statuen umrahmt ist. Und im Hintergrunde ist das imposante Hauptgebäude sichtbar, das wie ein weißes Schloss zu uns herübergrüßt. Das ist unser Ziel. Wir schreiten die um das Wasser führende breite Lindenallee entlang, die sich durch prächtige Gartenanlagen hinzieht, in denen Kioske und Tempelchen malerisch verstreut liegen, und gelangen über die Flutkanalbrücke, die mit Statuen geschmückt ist, welche Sachsen und Thüringen, Industrie und Gewerbe verkörpern, bis vor das mächtige Hauptgebäude. Das im Renaissance-Stil gehaltene Bauwerk selbst, das samt der mit ihm vereinigten Maschinenhalle einem Flächenraum von über 40.000 Quadratmetern einnimmt, ist mit einer Anzahl kleiner Türmchen geziert und zeigt vor der Front die von Säulen getragenen Figuren der Städte Dresden, Leipzig, Chemnitz. Selbst die Elektrizitätswerke, die angeblich sowohl in Düsseldorf als auch in Leipzig eigens für die Expo gebaut wurden, müssen so temporär gewesen sein, dass sie nur wenige Tage nach dem Ende der Ausstellungen urplötzlich in sich zusammenfielen. Jedenfalls wurden sie schnellstmöglich und restlos beseitigt. Das gleiche Schicksal ereilte die elektrische Rundbahn der Expo und es verwundert fast, dass sie überhaupt benutzbar war. Tja, vielleicht waren die aus temporären Materialien bestehenden Strecken und Waggons schon wenige Tage nach der Expo unbrauchbar und haben begonnen, sich auf magische Weise aufzulösen. Was wäre eigentlich, wenn die angeblich klassischen Kraftwerke der Expos völlig anders funktionierten, als uns heute erzählt wird? Haben wir es möglicherweise mit einer gänzlich anderen Form der Energieversorgung zu tun, die noch bei verschiedenen Ausstellungen zum Einsatz kam? Oder handelte es sich zumindest um stille Zeugen aus einer anderen Zeit? Das vorgelegte Tempo bei der Beseitigung der vermeintlichen Kraftwerke lässt jedenfalls aufhorchen. Und dieses Schicksal ereilte auch andere Gebäude und Kraftwerke, die nicht mit den Expos in Zusammenhang gebracht werden können. So beispielsweise den Turm des Fernwärmekraftwerks Dresden, der schon für sich genommen eine architektonische Augenweide war und dessen Fassade aus Elbsandstein gefertigt wurde, um, wie es hieß, die Harmonie des Stadtbildes aufzugreifen. Wieso er dann, nach der endgültigen Fertigstellung 1901, nur läppische 34 Jahre lang stehen bleiben durfte, wird sich wohl nicht abschließend klären lassen. Offiziell wurde er zwar nicht mehr benötigt. Weshalb er aber nicht einmal zur Bewahrung des städtischen Gesamtbildes erhaltenswert erschien, nachdem ursprünglich in optischer Hinsicht keine Mühen gescheut wurden, mutet seltsam an. Man vergleiche nur einmal heutige industrielle Anlagen mit dieser außerordentlichen Schönheit. Die Sprengung des restlichen Gebäudes erfolgte übrigens erst 1978.
Mit der Beseitigung des Turmes hatte man es also scheinbar besonders eilig. Exposition Universelle, Paris, Frankreich 1889. Die meisten Gebäude der Pariser Expo von 1889 befanden sich auf militärischem oder städtischem Gelände und wurden kurz nach dem Ende der Ausstellung abgerissen. Einzig der Eiffelturm blieb übrig und das, obwohl 11 Jahre später eine weitere Ausstellung abgehalten wurde und es völlig unsinnig erscheint, dafür wieder alles neu aufzubauen. Die zweite Ausstellung im Jahr 1900 wurde zudem stark kritisiert, da sie längst nicht mehr so beeindruckend wie ihr Vorgänger gewesen war. Dies mag primär daran gelegen haben, dass der Großteil der alten Strukturen bereits dem Erdboden gleichgemacht wurde und die neuen Bauten dagegen primitiv wirkten. Für die Kabale war es von großer Bedeutung, Kontrolle über Paris zu erlangen. Die Französische Revolution bzw. das Zeitalter der Revolutionen war der zweite Akt in der Zerstörung der alten Welt. Der erste Akt beinhaltet die Ereignisse, welche heutige Historiker als allgemeine Krise bezeichnen. Die allgemeine Krise ist ein Begriff, welcher die Periode weitreichender Konflikte beschreibt, die vom frühen 17. bis zum frühen 18. Jahrhundert Europa destabilisierten. Diese beiden Begrifflichkeiten, allgemeine Krise, Zeitalter der Revolutionen, verschleiern die Zerstörung der alten Welt als zusammenhanglose Ereignisse. Mit den europäischen Revolutionen begann das Zeitalter der modernen, pseudodemokratischen Staaten. Der Einfluss der Geheimlogen, insbesondere der Freimaurerei, auf die Französische Revolution ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Mit Propaganda wurden die Massen gegen den König aufgestachelt und das Ancien Regime entthront. Vor diesem Hintergrund sollte auch die Ausstellung von 1889 betrachtet werden, da sie den 100. Jahrestag der Französischen Revolution darstellt. Eine Besonderheit der Pariser Ausstellungen ist der Eiffelturm. Im Gegensatz zu vielen anderen Gebäuden ist hier die Konstruktion nachvollziehbar dokumentiert. Dieses Stahlgebäude wurde also tatsächlich gesondert für die Exposition gebaut. Ein weiteres Indiz dafür ist, dass der architektonische Stil des Turms sich erheblich von den alten Bauwerken im griechisch-römischen Stil unterscheidet. Der Eiffelturm ist zwar beeindruckend von seiner Größe, aber hat eine andere Ästhetik als zum Beispiel der Palais du Trocadéro. Steht der Eiffelturm also für die erlangte Kontrolle der Kabale über diesen Teil der alten Welt? Betrachtet man berühmte Bilder der Ausstellung, wirkt der Eiffelturm wie ein gigantischer Moloch, steril und funktional, der die alte erhabene Architektur überragt und so den Triumph der Moderne über die alte Welt symbolisiert. Wie lange schlafen Sie durchschnittlich pro Nacht, Herr Fusi? 8 Stunden etwa. Das sind 441.504.000 Sekunden. Zweimal wöchentlich besuchen Sie einen Stammtisch und treffen sich an den übrigen Abenden mit Freunden. Sie schlagen Ihre Zeit mit nutzlosen Dingen tot, Herr Fusi. Die Räuberbarone der Gründerzeit. Auch in Deutschland gab es die Räuberbarone. Industrielle, die direkt oder indirekt von Geheimgesellschaften gesteuert wurden und enorme Geldmengen anhäufen konnten, solange sie umsetzten, was man von ihnen verlangte. Diese Phase ist bekannt als die sogenannte Gründerzeit, von ungefähr 1871 bis 1914. Das amerikanische Pendant dazu ist das goldene Zeitalter, Gilded Age. Dieses in Anführungszeichen goldene Zeitalter nahm mit dem Ersten Weltkrieg jedoch ein abruptes Ende. Die Industriellen scheinen jedenfalls die Verwalter der neuen Technologien gewesen zu sein und die meisten heutigen Großunternehmer wurden auf die eine oder andere Weise vom Technologietransfer der Weltausstellungen geprägt. So gründete Emil Rathenau beispielsweise die AEG als Reaktion auf die technischen Errungenschaften, die er auf den Weltausstellungen in Paris, Wien und Philadelphia beobachten konnte. Es ergeben sich einige interessante Aspekte aus der Analyse der industriellen Familien. Punkt 1. Sie waren und sind immer noch besessen von Kunst und anderen Artefakten aus der Zeit von vor der Industrialisierung. Die frühen Industriellen horteten regelrecht ganze Häuser voller Skulpturen und Malereien, so als ob es nur darum ging, möglichst viele Überbleibsel der alten Welt verschwinden zu lassen.
Festzuhalten bleibt, dass auf den Weltausstellungen der damaligen Zeit tausende Kunstwerke und Skulpturen vorgestellt wurden, die seitdem weitgehend von der Bildfläche verschwunden sind. Punkt 2. Sie lebten in den imposantesten klassizistischen Gebäuden, im Prinzip schon Palästen, die es jemals gab. Mysteriöserweise ließen sie jedoch viele dieser Gebäude sehr schnell abreißen. Mit Blick auf die Baukosten vielleicht etwas zu schnell. Eines der beeindruckendsten Beispiele ist sicher das Astor House in Manhattan. Dieses Haus war eines der größten und imposantesten in ganz Manhattan, wurde angeblich 1896 fertiggestellt und absurderweise im Jahr 1926 schon wieder abgerissen. Und handelt es sich bei diesem Foto des angeblichen Baus der Villa Hügel der industriellen Familie Krupp wirklich um einen Neubau oder doch eher um eine Renovierungsaktion? Es ist jedenfalls sehr wahrscheinlich, dass all diese Gebäude schon standen und einfach nur von der neuen Machtelite in Besitz genommen wurden. Möglicherweise waren mit dem Begriff Räuberbarone also genau jene Menschen gemeint, die ihren Besitz im wahrsten Sinne des Wortes gestohlen hatten. Zweck der Weltausstellungen. Sollte sich bestätigen, dass viele Gebäude der Weltausstellungen schon vorher standen und nur renoviert wurden, dann handelt es sich bei der Zerstörung dieser Bauwerke um eine der größten Vertuschungsaktionen der jüngeren Geschichte. Auch wäre dies ein weiterer Beweis dafür, dass bereits vor 100 Jahren so gut wie alle Länder von der Kabale kontrolliert wurden und Politik vermutlich von Anfang an als ein Mittel zur Infiltration und Steuerung von Kulturen gedacht war. Die systematische Vernichtung von Wissen und der Raub von Kulturgütern und Besitz von Seiten der Kirche setzte sich mit dem Aufkommen modernerer Herrschaftsstrukturen nahtlos fort. Mithilfe eines uns aufgezwungenen Geldsystems ist staatlich legitimierter Raub auch heute noch die Hauptursache für den Transfer von Vermögen und Besitzgütern in die Hände einiger weniger. Und bereits die Weltausstellungen stehen sinnbildlich für die Vernichtung von Bauwerken mit unschätzbarem kulturellem Wert. Von Kunstwerken, Gemälden, Skulpturen und Technologien ganz zu schweigen. Die Zweckentfremdung von majestätischen Gebäudearealen der alten Welt durch die neue postkolonialistische Machtelite geschah zeitgleich mit anderen Ereignissen, die alle miteinander verbunden zu sein scheinen. So wurden ab Mitte des 19. Jahrhunderts nicht nur Weltausstellungen in dafür völlig unpassenden, überdimensionierten und viel zu teuren Gebäuden abgehalten, sondern zeitgleich auch die ersten Psychiatrien oder Irrenhäuser hochgezogen. Diese Psychiatrien waren architektonisch, genauso wie die Weltausstellungen, für den definierten Zweck völlig ungeeignet. Architektur spiegelt immer das Bewusstsein der Erbauer wider und wird durch ihren Zweck definiert. Von Industriellen würden wir allerdings erwarten, dass sie schlicht und ökonomisch bauen, sie Stahl und Beton verwenden und ihre Bauten keineswegs direkt wieder abreißen, sondern versuchen, möglichst lange Einnahmen aus Grundstücken und Gebäuden zu generieren. Wir sehen aber genau das Gegenteil. Die Gebäude der Weltausstellungen sind detailverliebt, verschnörkelt, ästhetisch und viel zu groß und teuer für ihren Zweck. Sie repräsentieren etwas völlig anderes als die Welt, die wir kennen. Sie repräsentieren das antike Rom, die klassischen Ideale des Schönen, Wahren, Guten, das Streben nach dem Göttlichen und der Vollkommenheit. Die Weltausstellungen verbinden zwei völlig gegensätzliche Epochen oder Kulturen miteinander, die keinerlei Berührungspunkte aufweisen sollten. Die Welt der industriellen Räuberbarone und eine alte Welt, an die wir uns nicht mehr erinnern können, in der die uns bekannten ökonomischen Prinzipien aber keine große Rolle spielten. Natürlich waren einige Gebäude der Ausstellungen tatsächlich billig und übertrieben kitschig gebaut und temporärer Natur. So ist auf diesem Foto der Louisiana Purchase Expo eindeutig zu sehen, dass ein Teil des Putzes abblättert und das Innere, bestehend aus Holz, frei liegt. Ein weiteres Beispiel für eine temporäre Struktur ist das Porte Monumentale der Weltausstellung in Paris. Dieses monumentale Tor wurde als geschmacklos bezeichnet und von einigen Kritikern als das hässlichste aller Exponate angesehen. Jahre nach der St. Louis Expo schrieb einer der Architekten, Louis Sullivan, in »Die Autobiografie einer Idee«: Es kam zu einem heftigen Ausbruch des Klassizismus und der Renaissance im Osten Amerikas, der sich langsam nach Westen ausbreitete und alles kontaminierte, was er berührte,
sowohl an seiner Quelle als auch nach außen. Die Verkaufskampagne der gefälschten Antike wurde bemerkenswert gut gemanagt durch geschickte Werbung und Propaganda von jenen, die als erste ihre kommerziellen Möglichkeiten erkannten. Als der Markt gesättigt war, war jeder Sinn für die Realität verschwunden. An seiner Stelle traten tiefsitzende Illusionen, Halluzinationen, die Vernebelung des Gehirns. So starb die Architektur im Land der Freien und in der Heimat der Tapferen. Der Schaden, den die Weltausstellungen angerichtet haben, wird ein halbes Jahrhundert lang anhalten, wenn nicht länger. Sie sind tief in die Konstitution des amerikanischen Geistes eingedrungen und haben dort eine kulturelle Demenz bewirkt. Sullivan beschreibt hier treffend die vergiftete Wiedergeburt des Pseudoklassizismus im 20. Jahrhundert. Der Versuch, die alten Strukturen zu imitieren, ohne die architektonischen Prinzipien verstanden zu haben. Wir sehen auf den Fotos der Expos immer zwei grundlegend verschiedene Architekturtypen. Auf der einen Seite die massiven klassizistischen Bauten mit einheitlichen und harmonischen Proportionen des goldenen Schnittes. Sie unterscheiden sich in nichts von den echten europäischen Renaissance-Bauten, denn sie entstammen in Wahrheit der gleichen Epoche und wurden für die Expos gar nicht neu gebaut. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch billig aussehende, tatsächlich temporäre Bauten aus Gips und anderen günstigen Materialien, die keiner bekannten historischen Epoche entstammen und die offensichtlich mit der Absicht aufgebaut wurden, sie möglichst schnell wieder abzureißen. Auf dem folgenden Foto ist sehr gut zu erkennen, wie wenig Zeit damals war, um die Areale zu renovieren. Die Gebäude im Hintergrund sind renoviert und neu gestrichen, während die zwei kleinen Häuschen im Vordergrund noch stark vergilbt sind und ihr wahres Alter zeigen. Um die alten Gebäude herum wurden für die Expos viele temporäre Strukturen errichtet. Zum Beispiel billige Pavillons, Mauern aus Gips und Imitate berühmter Gebäude. Doch nach den Expos wurden nicht nur die temporären, sondern auch die alten Gebäude abgerissen. Dienten die Weltausstellungen vielleicht unter anderem als Instrument, um den Menschen eine nationale Identität zu geben, nachdem die Einheitskultur zusammengebrochen war? Die Trennung in Nationen erscheint künstlich. So sind die Slawen, genau wie die Deutschen, nordisch-arischen Ursprungs und somit Teil desselben Volkes. Der Begriff Slave entstammte dem abwertenden Begriff Sklavi, wurde vom Vatikan in die Welt gesetzt und stand für die heidnischen Stämme Europas, die sich nicht den monotheistischen Machtapparaten unterwerfen wollten. Nach der erfolgreichen Unterwanderung des deutschen Kulturraumes bezeichnete man nur noch die heidnischen Osteuropäer als Slawen. Tatsächlich wurden die meisten uns heute bekannten Nationen erst ab 1850 gegründet. Das moderne Ägypten zum Beispiel erst im Jahr 1953, nach der Eroberung durch die Briten. Aus Illyrien, der Heimat der Illyrer, wurde nach der Annexion durch Frankreich der Balkan. Aus dem freien Tartarien wurde unter anderem Usbekistan. Aus Persien im Jahr 1935 der Iran. Aus dem Osmanischen Reich ging 1923 die Türkei hervor und so weiter. Die alten Worte haben eine Bedeutung. In ihnen schwingt unsere ganze Vergangenheit mit. Wenn diese Worte ausgesprochen werden, dann wird allein schon dadurch eine reale Verbindung mit der Vergangenheit hergestellt. Durch den Verlust dieser Begriffe verlieren wir auch diese Verbindung und damit auch die Verbindung zu unseren Vorfahren. Mittlerweile ist unsere Welt aufgeteilt in verschiedene seelenlose Verwaltungseinheiten, kontrolliert durch eine kleine geheime Elite. Auf den Expos kamen die Menschen erstmals mit den, in Anführungszeichen, neuen Technologien in Berührung. Telefon, Eisenbahn, elektrisches Licht, also die Glühbirne, kabellose Kommunikation, Brutkästen, Autos, Fotografie, Filme. Daneben wurden auch häufig die vermeintlichen Lebenswirklichkeiten der Kolonien dargestellt. Afrika, Südamerika etc. Die Schaffung des Patentsystems spielte eine wichtige Rolle beim Aufbau der Monopole, denn nur mit Patenten war es möglich, Wissen und damit auch Technologien zu besitzen.
Das Fundament der Welt, in der wir heute leben, wurde damals während der Zeit der Weltausstellungen gelegt. Das technologische Wissen der alten Welt wurde selektiert. Der eine Teil des Wissens wurde geheim gehalten, der andere Teil der Öffentlichkeit vorgestellt. Eines der wichtigsten Kriterien bei diesem Entscheidungsprozess dürfte sicher die Frage gewesen sein, ob eine Technologie von einer zentralen Instanz kontrolliert werden konnte. Denn jede Form von unabhängiger oder gar kostenloser Energie musste für die Kräfte, welche die Räuberbarone des Industriezeitalters aus dem Schatten heraus kontrollierten, sehr gefährlich gewesen sein. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Industriellen ihren Reichtum nicht selbst erarbeitet hatten. Sie wurden in elitäre Familien geboren und dazu auserwählt, eine vorgegebene Rolle zu spielen. Hierarchie und Macht. Erst seit dem Anbruch des 20. Jahrhunderts hat sich die Einstellung durchgesetzt, dass man anderen etwas wegnehmen muss, um selbst etwas haben zu können. Anstelle der Kooperation trat die Konkurrenz. Diese beiden entgegengesetzten Weltanschauungen, Kooperation und Konkurrenz, lassen sich gut folgendermaßen visualisieren, mit einem Kreis und einer Pyramide. Das Konkurrenzsystem ist pyramidal organisiert. Es beinhaltet eine autoritäre Befehlskette, die absoluten Gehorsam erfordert. Auf der Ebene der Geheimdienste wird dieses System durch das Need-to-Know-Prinzip repräsentiert. Konkurrenzdenken kann nur in einer hierarchisch organisierten Gesellschaft entstehen. In dieser, unseren Gesellschaft, fließt Energie von der breiten Masse an der Basis immer weiter nach oben bis zur Spitze der Pyramide, wo sie möglicherweise sogar von nichtirdischen Entitäten absorbiert bzw. konsumiert wird. An der Spitze scheint das zu stehen, was in mythologischen, religiösen und esoterischen Überlieferungen als Satan, Antichrist, als das Böse oder Demiurg benannt wird. An der Basis der Pyramide sind Menschen, die sich machtlos fühlen, im Prinzip Sklaven. Erfolg wird in diesem System dadurch definiert, dass man es nach oben in Anführungszeichen schafft. Das impliziert immer, dass man auf dem Weg nach oben andere Menschen unterdrückt, ihnen etwas wegnimmt. Je weiter man aufsteigt, desto mächtiger fühlt man sich. Energie wird in diesem System durch Geld repräsentiert bzw. symbolisiert. Das Geldsystem wurde so aufgebaut, dass es im Sinne des pyramidalen Systems die Lebensenergie der Menschen nach und nach an die Spitze der Pyramide leitet. Wir können davon ausgehen, dass hier auch der wahre Grund für die Existenz des Fiat-Geldsystems verborgen liegt, den Menschen die Lebensenergie zu rauben. Wer bist du? Mein Name ist Momo. Der Zusammenhang zwischen parasitären, paranormalen Wesen, dem Geldsystem und der Unterdrückung der Menschheit begegnet uns bereits im Werk Momo des Schriftstellers Michael Ende. Männer in Grau, genannt Zeitdiebe, stehlen den Menschen ihre Zeit. Diese interdimensionalen Parasiten überzeugen die Erwachsenen davon, dass sie Zeit sparen können, indem sie diese auf eine Zeitsparkasse einzahlen. Die Erwachsenen glauben den Versprechungen der Männer in Grau. In Wirklichkeit haben die Menschen umso weniger Zeit, je mehr sie einsparen. Die Zeit, die sie einsparen, ist für sie verloren. Das Leben wird nach und nach steril und trostlos. Die Gebäude werden genormt und sehen alle gleich aus, genau wie die Kleidung. Niemand lebt mehr in der Gegenwart, keiner hat noch Zeit füreinander und das Leben wird hektisch. Nur die Kinder erkennen die kalte, bösartige Natur der grauen Männer, da sie noch mit ihrer eigenen Lebendigkeit in Kontakt sind. Die Erwachsenen verfallen der Idee, Zeit sparen zu müssen, und so wird ihr Leben immer trostloser und grauer. Doch die grauen Männer können nach und nach auch die Kinder in ihren Bann ziehen. Nur Momo kann sich der kalten, psychopathischen Kraft der grauen Männer widersetzen. Außerhalb von Raum und Zeit besiegt sie die Männer in Grau, befreit die gestohlene Zeit und gibt den Menschen ihre Lebendigkeit und die Liebe in ihren Herzen zurück. Es ist übrigens erstaunlich, dass Momo im Roman in einem alten, verfallenen römischen Amphitheater lebt, umgeben von tristen, modernen Neubauten. Momo repräsentiert die Verbindung zur alten Welt. Sie repräsentiert das Leben. Als Momo die Männer in Grau besiegt, sagt der Letzte erleichtert: Es ist gut, dass alles
Michael Ende erkannte, dass das Böse keine eigene Existenz hat. Es ist nur ein Schatten, ein schwarzes Loch, die Abwesenheit von etwas. Das Böse kann nur existieren, solange es Menschen gibt, die vor sich selbst und ihrer eigenen Lebendigkeit davonlaufen. Die Parasiten sind unsere eigene Schöpfung. Die Vernichtung der Parasiten ist der Triumph des Menschen über seine eigene widersprüchliche Natur und seine dunkle Seite. Macht und Ohnmacht sind in Wahrheit nur zwei Seiten derselben Medaille und auch in karmischer Hinsicht hat alles seinen Preis. Jede Erfahrung von Macht liegt auch immer eine entsprechende Ohnmachtserfahrung zugrunde, auch wenn diese Erfahrungen auf zeitlicher Ebene getrennt sind. Eine gute Metapher für das pyramidale System ist ein schwarzes Loch, welches sämtliches Licht absorbiert, alles verzehrt und nichts mehr freigibt. Es ist eine Einbahnstraße. Deshalb gibt es überhaupt Geheimgesellschaften. In einem pyramidalen System müssen die relevanten Entscheidungen im Schatten getroffen werden und niemand darf die Menschen kennen, welche die Entscheidungen treffen. Das System gleicht einer Hydra und wir können nur einige ihrer Köpfe sehen. Das Böse ist immer absorbierend, konsumierend, berechnend, nach innen gerichtet. Es verschließt sich dem Leben, dem Austausch und der Wahrheit. Womöglich waren in der alten Welt hingegen die Menschen eingebunden in einen Kreislauf. Alles verlief zyklisch und in einem Gleichgewicht. Die Menschen wussten, dass sie nichts verlieren konnten, wenn sie anderen etwas gaben. In diesen Gemeinschaften lebten die Menschen füreinander. Auf energetischer Ebene floss die Energie frei zwischen ihnen, ohne nach außen abzufließen. In diesen kleinen, gesunden Gemeinschaften gab es keine autoritären Hierarchien, keine Befehlsketten, keine parasitären Kräfte. Autoritäten entwickelten sich auf natürliche Weise und Menschen mit natürlicher Autorität waren daran interessiert, ihre Macht nicht zu missbrauchen, da dies im Zweifelsfall den Ausschluss aus den Gemeinschaften nach sich gezogen hätte. Das auf Kooperation aufgebaute System beinhaltet konzentrisch nach außen laufende Ringe. In der Mitte befindet sich das Herz, die weisesten, intelligentesten, fähigsten Menschen der Gemeinschaft. Im Gegensatz zum pyramidalen System verstecken sich diese Menschen nicht, denn sie müssen die Transparenz nicht fürchten. Sogar in der Architektur spiegelte sich dieses konzentrische System wider, zum Beispiel in der runden Stadt Bagdad oder dem angeblich in Ringen aufgebauten Atlantis. Vom Zentrum oder Herzen der Stadt bewegt sich das Leben in Ringen nach außen. Die Stadtmauer trennt die Stadt von der Außenwelt und schafft so ein in sich geschlossenes, lebendiges System. Das Gute ist nach außen strahlend, gebend, ohne Hintergedanken und ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Es ist seine eigene Ursache, seine eigene Quelle und hat eine enorme Strahlkraft. So, we're going to pull out some of the elements of this story. Now, we expect this to be a hero's journey, and indeed it is, in a very obvious and overt way. Let's go over basic story architecture first. So when you first start writing and filmmaking, you have a linear perspective in that sense. Pretty soon you realize that both the beginning and the ending are the same, which is why we demonstrate story structure via a loop. These are seven basic plots. Die Heldenreise. Ein Zitat von Julius Evola aus Revolte gegen die moderne Welt. Mit dem Ersten Weltkrieg, der Russischen Revolution und dem Zweiten Weltkrieg kann man endgültig sagen, dass sich die entscheidenden Ereignisse in Richtung Endzeit überstürzen. 1914 stellten die Kaiserhöfe noch einen Rest des feudalen und aristokratischen Europa in der westlichen Welt dar. Der Weltkrieg 1914 bis 1918 weist wie wenig andere Kriege in der Geschichte alle Anzeichen eines Zusammenpralls nicht zwischen Staaten und Nationen, sondern zwischen Ideologien verschiedener Kasten auf. Daraus resultierte unmittelbar und gewollt die Zerstörung des kaiserlichen Deutschland und des katholischen Österreich und mittelbar der Zusammenbruch des Zarenreichs sowie die kommunistische Revolution. Weiterhin entstand daraus in Europa eine so chaotische und widersprüchliche politisch-wirtschaftliche Situation, dass sämtliche Voraussetzungen für einen neuen Weltkonflikt vorhanden waren.
In seinem Gedicht »Das wüste Land« von 1922 beschreibt der Lyriker T.S. Eliot die Atmosphäre der westlichen Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Er schreibt über einen kollektiven Sinnverlust der menschlichen Existenz. Der Erste Weltkrieg und das, was uns als spanische Grippe verkauft wird, katapultierte Europa in die gottlose Moderne und schloss die Entwicklung ab, die vorher mit den Weltausstellungen und der industriellen Revolution angestoßen wurde. Der Mensch, seinen Wurzeln entrissen, wurde zu einem Rädchen in einem großen Getriebe. Leben wurde ersetzt mit bloßem Funktionieren. Ein hoffnungsloseres Gedicht als das von Eliot gibt es kaum. Eliot verarbeitete das Schicksal einer verlorenen Generation von Menschen, die nur noch vor sich selbst davonliefen. Die Zivilisation war durchsetzt von Materialismus, Hedonismus und Atheismus. Dahinter stand für ihn die Gottlosigkeit der Moderne, der Nihilismus, der sich wie ein gähnender Abgrund vor der Menschheit ausbreitete. Dieser moderne Nihilismus und Materialismus zeigt sich ideologisch vor allem in der Evolutionstheorie und dem Heliozentrismus. Der traditionelle Mensch lebte in einer Welt, die genau das Gegenteil repräsentierte. Anstatt einer langsamen Evolution vom Tier zum Menschen, ohne höhere Bedeutung in einem kalten und lebensfeindlichen Universum, wurden wir von einem Schöpfer in eine perfekte Welt gesetzt, in der wir der Mittelpunkt der Wirklichkeit sind und in der alles, was wir erleben und tun, eine tiefe Bedeutung hat. Die Abkehr von dieser in der Tradition verwurzelten Sichtweise und Auflösung der alten Ordnung ist das wichtigste Ziel der okkulten Geheimgesellschaften. Nach traditioneller Auffassung enthält die materielle Welt nur Effekte. Nichts findet in dieser Welt statt, was nicht zuerst in einer für uns unsichtbaren Welt entstanden ist. Die antike Welt erhob den Menschen zu Gott, bemühte sich, ihn von den materiellen Leidenschaften zu befreien, ihn zu transzendieren, mit freier Höhenluft im Denken sowie im Handeln. Julius Evola, Revolte gegen die moderne Welt. Der Roman »Der große Gatsby« von 1925 von F. Scott Fitzgerald ist ein weiteres Beispiel für Nachkriegsliteratur, die diesen Bedeutungsverlust widerspiegelt. Die Nachkriegsgesellschaft in »Der große Gatsby« ist geprägt von Materialismus, Konsumsucht und Konkurrenzdenken. Dahinter steht eine Vereinzelung. Die Menschen waren durch die Verwerfungen der Moderne aus ihren natürlichen Gemeinschaften gerissen worden und ohne diese Gemeinschaften verloren sie nicht nur die Verbindung zu ihrer Vergangenheit, sondern auch zu ihren Mitmenschen. Wenn jeder Mensch nur noch für sich allein lebt, dann ist das Leben nur dann etwas wert, wenn man mehr hat als andere. Im Gegensatz zu dieser destruktiven Verarbeitung des Geschehenen stand J.R.R. Tolkien, der auch zur Zeit des Ersten Weltkriegs wirkte. Er erfasste die komplette Dimension der Problematik. Diese konnte er nur in Mythen und Bildern verarbeiten, denn sie ist uns nicht bewusst zugänglich. Während Eliot und Fitzgerald nur noch einer kleinen akademischen Elite bekannt sind, hat Tolkien bei den Massen eine Resonanz erzeugt, die immer noch ungebrochen zu sein scheint. Im Gegensatz zu Eliot erfasste er das Gesamtbild und erkannte auch, dass am Ende das Gute obsiegt. Im Gegensatz zu den entfremdeten Akademikern des 20. Jahrhunderts gab Tolkien den Menschen Hoffnung und Bedeutung zurück. Der Mythologe und Autor Joseph Campbell beschreibt in seinem epischen Werk »Der Heros in tausend Gestalten«, dass es in den bekanntesten Geschichten und Mythen der Menschheit die gleiche Grundstruktur gibt. Die universelle Heldenreise. Im jungschen Sinne handelt es sich um einen der wichtigsten Archetypen. Es ist der Monomythos, die Essenz aller Mythen und Geschichten. Du betrittst den Wald an der dunkelsten Stelle, wo es keinen Weg gibt. Wo es einen Weg oder Pfad gibt, ist es der Weg von jemand anderem. Dann bist du nicht auf deinem eigenen Pfad. Bei der Heldenreise geht es um den Mut, die Tiefe zu suchen. Das Bild der schöpferischen Wiedergeburt, den ewigen Kreislauf der Veränderung in uns. Die unheimliche Entdeckung, dass der Suchende selbst das Geheimnis ist, das er zu erkennen sucht.
Die Heldenreise ist ein Symbol, das im ursprünglichen Sinne des Wortes zwei weit voneinander entfernte Ideen verbindet. Die spirituelle Suche der Ältesten mit der modernen Suche nach Identität, die immer die eine formwandelnde und doch wunderbar konstante Geschichte ist, die wir finden. Wer ist der Held? Du und ich. Jeder, der sich auf die Suche macht. Die Heldenreise besteht im Wesentlichen aus drei Abschnitten: Trennung, Einweihung und Rückkehr. Dieser Mythos ist zum Beispiel in der biblischen Geschichte des verlorenen Sohnes verschlüsselt. Der Sohn verlässt seinen Vater, Trennung, erlebt eine Einweihung, er sucht das Glück in der materiellen äußeren Welt, verprasst das Geld und verarmt, dann bereut er seine Sünden und findet zu Gott. Und Rückkehr, Vereinigung mit der Familie. Die Heldenreise ist eine Reise aus einem moralisch korrupten, festgefahrenen Leben in die eigene Dunkelheit. Eine Konfrontation mit den eigenen Schatten. Diese Konfrontation führt zu einer Initiation und schlussendlich zur Integration des Erlebten. Damit bringt der Held ein Stück Göttlichkeit und Lebendigkeit in die materielle, im biblischen Sinne satanische Welt. Aus der Bibel, Epheser, Kapitel 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen die Herrscher der Dunkelheit dieser Welt, gegen spirituelle Verdorbenheit in den höheren Sphären. What are you still doing? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? In this earth and then in a world we can't see. Diese dunklen Mächte wirken ganz konkret durch Menschen, wie Bob Dylan unmissverständlich klargemacht hat. Wer in dieser Welt, in diesen Zeiten Macht, Ruhm und Einfluss hat, zahlt einen hohen Preis. Einen Preis, der über diese Welt hinausgeht. Am Anfang steht immer eine Entscheidung. In Bezug auf unsere Geschichte macht die Menschheit gerade genau diese Heldenreise durch. Wir befinden uns kollektiv im zweiten Teil, dem Initiationsprozess. Der Punkt, an dem die Nacht am dunkelsten ist. Die dunkle Nacht der Seele. Der Punkt, an dem wir mit der Dunkelheit, dem Bösen, konfrontiert werden. Am Ende dieses Prozesses steht eine Erneuerung, die Rückverbindung mit der eigenen Geschichte, dem eigenen Schicksal und dem eigenen Wesen und schlussendlich mit Gott. Dem Zoroastrismus zufolge besteht der Zweck unserer Erdenexistenz darin, dem dunklen Teil der menschlichen Natur zu ermöglichen, seine Dunkelheit auszuleben. Dies ermöglicht der Menschheit, die eigene Dunkelheit zu überwinden. Auf diese Weise kann der Eintritt in die karmischen Zyklen der Erde als die bewusste Entscheidung verstanden werden, sich vom Bösen zu lösen. Im Zoroastrismus wurde die Welt nur erschaffen, um das Böse, also Ahriman, vergleichbar mit Satan in der Bibel, endgültig auszumerzen. Demnach hat Gott mit der Erschaffung der Erde seinem Gegenspieler eine Falle gestellt. Das Böse ist nun in der irdischen Existenz gefangen und zwangsläufig dem Prozess der Bewusstwerdung ausgesetzt und wird dadurch am Ende der irdischen Zeitalter endgültig vernichtet. Um diesen Prozess zu unterstützen, ist es notwendig, dass genügend Menschen eine bewusste Entscheidung für die Wahrheit und gegen die Lügen dieser Welt treffen. Diese Zeiten sind finster, doch so dunkel ein Schatten auch sein mag. Es bedroht ihn das Licht des Morgens,